Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 14. Hier ist der Podcast, der sich rund um den SVW in Wiesbaden dreht und manchmal sprechen wir auch über Fußball. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und mittlerweile schon etabliertes und liebgewonnenes Mitglied dieser kleinen Runde, Michael Weberer. Hallo Micha. Hallo Gunnar, hallo Sonja. Hi, hi. So, da sind wir mal etwas später, als wir ursprünglich vorhatten. Wir hätten euch ja gerne schon letzte Woche mit einer neuen Folge beglückt. Da ging es aus diversen Gründen nicht. Aber wir sind ja eh nicht ganz so tagesaktuell, da solltet ihr das verkraften. Und wenn wir jetzt vermutlich eh wieder 2 Stunden aufnehmen, habt ihr auch ein bisschen Futter für die nächsten Tage. Ja, sollen wir mal wie üblich mit unserem kleinen Groundhopping-Überblick starten? Sonja, warst du wieder reichlich unterwegs? Das war ich und du hast mir schon in die Shownotes geschrieben. Bitte nur eine Kurzfassung. Ja, das war wirklich ziemlich viel. Wir hatten ja auch ein paar Wochen Zeit jetzt. Ansonsten könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge nur zu deinen Podcasting und den Groundhopping-Erlebnissen wahrscheinlich aufnehmen. Auch sehr gerne, aber das ist jetzt hier nicht die richtige Stelle. Aber deswegen mache ich es jetzt auch kurz. Also ich habe ein paar neue Stadien. Das ist einmal Wattenscheid. Das war noch zu meiner Zeit, als ich da oben war für 2 Wochen. Mhm. Und Wuppertal. Dann kamen noch Bonn und Völklingen dazu. Völklingen ist das Stadion, das in dem gerade Saarbrücken spielt, als Ausweichstadion. Achso, wird der Ludwigspark umgebaut, oder was? Genau, beim FC Saarbrücken im Ludwigspark gespielt. Das zieht sich ja irgendwie auch hin. Da gab es ja dann Baustopp, was weiß ich was. Und die kommen ja irgendwie nicht dahin zurück. Die spielen immer noch da. Okay. Da war ich jetzt endlich mal. Und dann war ich noch in Schottland, das war ziemlich cool. Mhm. Da habe ich zwei Spiele gesehen. Ursprünglich wollten wir einfach Celtic mal anschauen. Haben wir auch gemacht gegen Ross County, war ein klares 4-0. Interessant, neues Stadion, schönes Stadion. Ross County, der ehemalige Club von Steffen Wohlfahrt. Ja, aber der war da ja auch nicht lange, ne? Der war da irgendwie so. Ich glaube, eine Saison, oder? Ein paar Monate und dann auch wieder so irgendwie so verschwunden. Ja, beziehungsweise er ist, glaube ich, mit denen noch aufgestiegen und dann hat er auch noch in der ersten Liga, glaube ich, bei denen gespielt und hat auch da, war das nicht auch sogar gegen Celtic, hat er doch da irgendwie mal den Siegtreffer gemacht? Kann mich auch dunkel erinnern, aber ich meine, dass ich die irgendwie so im Vorbereitungsspiel in Holland gesehen habe und da war er dann auf einmal nicht mehr im Team. Hm. Also irgendwie ging es dann auch zu Ende. Ja. Was aber eigentlich noch geiler war, war auch ein Glasgower Verein, der dritte in der ersten Liga namens Partick Thistle. Die haben gegen die Rangers gespielt am Abend davor. Und gab da auch noch Karten und war auch nicht ganz ausverkauft und so. Und da sind wir dann auch spontan hingegangen und das war eigentlich noch viel geiler. Es war wirklich nah dran, kleiner Verein gegen den größeren. Es ist 2-2 ausgegangen. Es hatte irgendwie alles. Also inklusive Platzverweis für richtig derbes, grobes Foul. Und das lief tatsächlich auch während des SVW-Spiels, über das ihr später noch sprecht, weil ihr es gesehen habt und ich nicht, aber da war ich auch so abgelenkt und so drin, das war dann gar nicht so schlimm, mal eins zu verpassen, muss ich sagen. Also das hat echt Spaß gemacht, das war mal wirklich wieder was Neues. Ja, was war das? Partick Thistle. Das sind die mit diesem mit diesem absurden Sonnenmaskottchen irgendwie, ne? Genau, diese Sonne, die irgendwie so eine derbe Grimasse zieht, die man als Maskottchen auf 2 Beinen gibt, also die da auch rumfällt und irgendwie erst mit kleinen Kindern spielt und zur Halbzeit dann noch irgendwie so ein Elfmeterschießen macht und alle animiert und dabei einfach nur grotesk aussieht. Ja, da ging es ja schon mal rum. Ich glaube, 11 Freunde hat auch schon mal über die berichtet. Ja, das ist, wenn man diesen Verein googelt, findet man auch sofort Bilder von diesem Maskottchen. Und deswegen das hat mich so fasziniert, dass ich mir das auch gleich aus Stoff mal gekauft habe. Jawohl. Weil das einfach herrlich aussieht. Und es ist immer schön, dass irgendwie so, das habe ich mir so am Rand auf meine Couch gesetzt. Und es ist schön, das hat so was Passiv-Aggressives, wenn das so im Hintergrund immer so fies guckt. Das ist ja jetzt auch eine neue Verfilmung von Es im Kino. Vielleicht passt da dieses komische Maskottchen dazu. Ich meine, muss ja nicht immer sowas Lahmes wie Taunas sein, ja, es kann ja auch irgendwie auch mal eine fiese Sonne sein. Oh, meine Tochter fand Taunas toll. Ja. Ja gut, dazu musst du sagen, wie alt deine Tochter ist und wie alt ich bin. Ne? Ja, zu dem Zeitpunkt war sie, glaube ich, noch 6, als mal mit im Stadion war. Und gut, jetzt mit 7 würdest du ihn vielleicht immer noch gut finden, weiß ich nicht. Sie war schon seitdem nicht mehr da mit dabei. Bei mir muss da schon mehr kommen. Ja, okay.
Ja. Genau, das war die Kurzfassung, die du gewünscht hast. Die Kurzfassung. Da fehlen aber noch Länderspiele. Ja, da muss man jetzt nicht so wirklich drüber sprechen, dass ich es geschafft habe, in den Norwegen-Block zu kommen bei Deutschland gegen Norwegen, weil ich zu denen ja auch Sympathien hege. Und das ist ja, wäre ja um H auch zweistellig ausgegangen in Richtung Deutschland. Also, ah ja, richtig, genau. Ich erinnere mich. Relativ gruselig. Und natürlich meine inzwischen legendäre Dauerkarte bei Luxemburg war ich auch wieder gegen Weißrussland. Ist, hatte sogar gewonnen. Bist du schon bei den Luxemburg-Ultras aufgenommen? Ja, theoretisch wahrscheinlich schon. Gibt's da welche? Gibt's so praktisch habe ich mich noch nicht getraut. Da gibt's tatsächlich auch so eine kleine deutsche Community, die da regelmäßig hinfährt. Oder einen luxemburgischen Fanclub Nationalmannschaft, powered by Veuve Clicquot oder so. Also so richtig mit Sponsoren ist mir da noch nichts aufgefallen. Ja. Dafür ist auch, glaube ich, zu klein. Okay. Gut. Dann zum Stichwort Groundhopping mache ich jetzt nochmal einen ganz kleinen Teaser auf einen Blogbeitrag, der in den nächsten Tagen mal erscheinen wird. Und zwar werde ich da nochmal kurz das Buch Wir Wochenendrebellen vorstellen. Die Leute, die irgendwie auch sonst andere Fußball-Podcasts hören oder sich in der Blogosphäre irgendwie bewegen oder auf im Fußball-Twitter hierzulande unterwegs sind, die werden das schon mitbekommen haben, wo Vater und Sohn einen Verein für Sohnemann suchen und deswegen seit Jahren durch deutsche und internationale Stadien ziehen. Das ist ganz spannend. Geht eigentlich nur zum Teil um Fußball. Es ist auch vor allem deswegen besonders, weil der Sohn Asperger-Autist ist und deswegen so bestimmte besondere Herausforderungen manchmal da so in den Alltag oder auch in diese Touren, in diese Stadiontouren mit hineinspielen. Ist sehr interessant zu lesen. Ich habe die beiden auch vor ein paar Jahren schon mal persönlich getroffen. Von daher möchte ich das Buch empfehlen. Aber wie gesagt, da kommt die Tage nochmal was dazu im Blog, dann könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Auch mit Bestellmöglichkeit, wo auch ein Teil der Einnahmen oder ich glaube alles das, was die beiden verdienen würden, geht an die Neven Subotic Stiftung. Gut. Ja, also ich schließe mich der Empfehlung an. Im Moment noch blind, aber das Buch liegt hier und das ist das, was ich als nächstes lese, weil ich gerade noch in der Biografie von Alex Schur bin. Die ist bald fertig und dann ist das nächste. Ja. Das sind auf jeden Fall zwei coole Kerle. Mit denen ich auch schon ab und zu. Du hast auch schon getroffen, ne? Getroffen persönlich noch nicht. Wir haben öfter mal geschrieben. Mhm. Wird ja auch klar, dass die machen Groundhopping, ich mach's. Wir haben es noch nicht geschafft, uns da zu synchronisieren. Ja. Aber das haben wir auf jeden Fall immer noch vor. Und ich bin da sehr gespannt auf das Buch. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut ist. Also die Empfehlung, klar, auch von mir. Ja, also ich habe es schon gelesen und kann es auf jeden Fall nicht nur empfehlen, weil ich die beiden kenne und mag, sondern weil das auch tatsächlich sehr lesenswert ist. Und wir werden auch ein Exemplar verlosen. Aber wie gesagt, das in Kürze im Blog. Gut. Dann so viel zum Vorgeplänkel, würde ich sagen, steigen wir mal ein in die nicht ganz unerfreuliche Spielbetrachtung des SVW in letzter Zeit. Oder? Ich höre keinen Widerspruch. War das jetzt zum Einsteigen oder nicht ganz unerfreulich? Nee, also wir einsteigen, fangen mal. Ja, aber nicht ganz unerfreulich, würde ich sagen, aber ja. Ja, zuletzt wieder. Also wir hatten ja so eine kleine Durststrecke, die begann schon irgendwie, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten und setzte sich dann noch zwei Spiele fort. Fortuna Köln war das nächste Spiel, was wir seit unserer letzten Folge als erstes gesehen haben. Ein Heimspiel. Ist schon wieder ein paar Wochen her. Micha, hast du es noch präsent? Natürlich. Natürlich. Erzähl uns doch mal was. Ja, also im Prinzip, so ganz präsent merke ich, habe ich es nicht mehr. Aber ja, es war so, dass wir auf jeden Fall in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten sind durch so ein abgefälschtes Tor. Da war das Anfang der zweiten Halbzeit. Bin ich jetzt auch gerade überfragt. Ich habe es jetzt auch nicht mehr die Uhrzeiten oder die Minuten nachgeschaut. Aber also jedenfalls gerieten wir blöd in Rückstand. Ja, das war so ein
Genau, ein Schuster, wo noch irgendwo ein Verteidiger dann dran war und Kolke macht los. Ja, es war kurz nach der Pause, genau. Also wir waren vom Prinzip, es war in der ersten Halbzeit jetzt nicht so viel. Wir hatten allerdings, glaube ich, da Pech mit Pfostenschüssen. Mhm. Und letztlich war es dann aber auch okay, also wir haben mit 0-0 in die Pause gegangen und haben dann, meine ich, im Spielaufbau irgendwie unnötig den Ball verloren und Köln kontert und ich glaube Ruprecht fällt den Ball dann noch so ab, dass Kolke keine Chance hat und dann rennst du halt diesem Rückstand hinterher und das ziemlich lange. Genau, bis quasi kurz vor Abpfiff. Genau. Und dann war es eigentlich, glaube ich, eine Flanke und dann ist einer von denen blöd, für alle offensichtlich mit der Hand zum Ball gegangen, also über den Kopf gestreckt. Es gab vorher schon eine Situation, wenn ich mich recht erinnere, die sah jetzt zumindest aus meiner Perspektive so ein bisschen nach Hand aus, aber da wurde weitergespielt. Aber bei dieser Szene, die dann tatsächlich zum Elfmeter führte, da gab es kein Vertun mehr. Also der geht wirklich so mit dem Arm dazwischen, um quasi irgendeiner von uns war quasi bereit zum Einköpfen, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ist egal, jedenfalls, der geht so richtig dazwischen, um halt diesen Kopfball aufs Tor irgendwie da zu verhindern. Ja. Ja. Also, klare Handelfmeter, den dann Ruprecht wie üblich verwandelt hat. Genau, das war ja auch schön vor unserer Kurve, das kurz vor Schluss und es war ja auch so, dass wenn der, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also wir hatten kurz vor der Pause diese Doppelchance, wo erst irgendwie Kopfball an den Pfosten und dann kommt der Ball zurück und dann im Fall nochmal an die Latte oder drüber oder diese Chance vor der Pause. Und dann in der zweiten Halbzeit hast du eigentlich das Spiel im Griff gehabt, bist aber dann gegen einen Gegner, bei dem es halt gerade lief. Aber dann, du hast dir das verdient auf jeden Fall. Du hast die Kölner unter Druck gesetzt und wäre das Tor 5 Minuten früher gefallen, dann hättest du das, glaube ich, auch noch gewonnen. Aber gut, so war es ein 1-1 und hat sich trotzdem gut angefühlt. Ja, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil es halt vorher, also ich war so ein bisschen unbefriedigend, fand ich es, dass es halt eben nur ein 1-1 war, aber andererseits, wenn du halt so spät erst den Ausgleich machst, ist es natürlich dann auch wieder halt so ein Glücksmoment, dass du halt doch nicht verlierst, obwohl es schon so ein bisschen danach aussah. Von daher war ich so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das Spiel jetzt so bewerten sollte. Was mir dazu noch einfällt, Dahms hat sich, glaube ich, bei einer spektakulären Aktion verletzt. Der hat da irgendwie so eine Art, ich glaube, einen Fallrückzieher versucht und ist dabei dann irgendwie auf den Arm gefallen, als er wieder aufkam. Und da wurde er behandelt. Ich glaube, da hat er noch weitergespielt oder wurde irgendwann ausgewechselt und war dann jetzt aber auch ein paar Spiele draußen. Ne? Also. Ja. Relativ lange jetzt draußen, ja. Ja, waren jetzt mehrere Wochen. Also ich habe, Ja gut, okay, also ein 1 gegen... Ich fand's einfach nur wichtig, dass wir das nicht verloren haben. Also vor allem auch für die Tabelle, weil Köln hatte so einen derben Lauf bis dahin. Ja, und auch danach ja noch. Wenn die uns da auch noch besiegt hätten, das wäre echt übel gewesen für uns schon so in Sachen Abstand zu denen. Ja, genau, ja. Genau, ja, die stehen ja immer noch vor uns. Also der Lauf hielt auch danach ja dann noch an, bis jetzt zum letzten Spieltag, wo sie jetzt das erste Mal verloren haben. Dafür, dass die letztes Jahr eigentlich eher unten rumgekrebst sind, halten die sich erstaunlich gut da oben. Also, aber gut, das sagen vielleicht andere über uns auch. Ja, also 1-1 zu Hause gegen Fortuna Köln. Dann gab es mal wieder eine Länderspielpause, die wir mit 2 Testspielen aufgefüllt haben. Das eine war in Braunschweig gegen Eintracht Braunschweig. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, wer da auf Braunschweiger Seite so gespielt hat. Bei uns war es aber, also glaube ich, schon... Ja? Ja, laut, also was ich so gelesen habe, war es so eine gemischte Truppe wie bei uns. Also Spieler, die eben nicht so viel gespielt haben in der ersten, aufgefüllt mit ein paar aus der Jugend oder zweiten. Also ich glaube, so die haben es uns genauso angegangen wie wir. Mhm.
Genau. Ja, von daher hatte ich auch mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Richtig, genau. Das können wir kurz und schmerzlos jetzt erzählen. Das ging 3-0 für den SVW aus. Dreimal durch Diawusi, also gleich alles in der ersten Halbzeit, hat er einen Hattrick hingelegt. Ja, auch ganz gut, dass der Junge mal trifft. Der hat ja schon in diversen Spielen Chancen gehabt, bisher noch kein Pflichtspieltor erzielt. Aber sich so einmal ein bisschen Selbstvertrauen geholt und insgesamt wohl eine gute Leistung. Ich meine, Braunschweig ist ja nicht irgendwer, die sind ja in der zweiten Liga. Was sind sie gerade? Auf jeden Fall oben mit dabei, ne? Ja, die ist ja nicht ganz so gut, aber mal schauen. Ja. Wo stehen die denn aktuell? Aber der ist schon noch im oberen Bereich, meine ich, ne? Zehnter, ja. Ach, Zehnter gerade? Oh ja, tatsächlich. Aber dann waren sie vielleicht da vorher doch. Naja, gut. Aber letztes Jahr in der Relegation erst gescheitert. Also jetzt nicht irgendwie, wo du denkst, so, da kommst du als Drittligist mal hin und gewinnst mal so schnell. Genau. Klar, ist es ein Testspiel, ne? Braucht man nicht überbewerten. Aber ist natürlich besser, als wenn du da hingehst und dir eine Packung abholst. Also. Dann gab es noch ein zweites Testspiel hier bei uns in Taunusstein auf dem Hallberg gegen Bayern Alzenau. Hessenligisten, der von dem später nochmal die Rede sein wird. Und da gab es ein sehr deutliches 9-0, was schon ein bisschen arg viel ist für zwei Ligen Unterschied. Der erste Halbzeit sind wir da angetreten mit im Prinzip der B-Mannschaft vom Profiteam, also die in letzter Zeit irgendwie, weiß ich, die jetzt aus der Reha zurückkamen und jetzt wieder fit sind oder die jetzt nicht so viele Einsätze hatten. Da ging es dann schon 4-0 in die Pause und in der zweiten Halbzeit hat nahezu komplett die U19 gespielt. Und die hat dann auch mal 5 Tore draufgepackt. Also das war schon happig. Ich muss dich leider korrigieren, es ist 9-1 ausgegangen. 9-1? Ja. Ja. Ah. Wieso habe ich denn hier 19-0 notiert? Aber ihr habt also recht. In der zweiten Halbzeit ist auf jeden Fall dann noch auch 1 für Alzenau gefallen. Ja, ihr habt recht. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Notiere ich hier gleich unnötigerweise in meinen Sendungsnotizen. ich war aber, da. Ja. Ah ja, genau, richtig. Und du warst ja da. Dann gab es irgendwelche Sachen, die einem auffallen konnten. Also ich fand erstmal das, was in der ersten Halbzeit so die gemischte Truppe hingelegt hat, schon ganz gut. Mhm. Gut dann auch die Chancen genutzt und so. Aber eigentlich der Knaller war dann die zweite Halbzeit, wo wirklich die ganzen Jungen gespielt haben. Und man hat am Anfang so gemerkt, okay, sie haben sich ja nicht so richtig vorgetraut, erstmal hinten sicher gestanden und wurden dann aber auch immer weiter angetrieben und haben dann gemerkt, es klappt, die nächste Aktion klappt und haben sich dann immer weiter vorgewagt. Und haben da mal die Tore alle zu schießen. Das war Wahnsinn. Also es hat echt Spaß gemacht beim Zuschauen, wie sie immer mehr Zutrauen gewonnen haben, die ganze Mannschaft. Das war toll. Also da war natürlich dann irgendwann auch so ziemlich jeder drin, aber auch, also, dass sie dann das Zutrauen hatten, da immer weiter zu machen und das ist wirklich gestiegen mit jeder Minute, das war toll zu sehen. Ja. Gut, also eine sehr erfolgreiche Länderspielpause. Mit einer Menge Toren. Was ja ganz gut ist, weil es in letzter Zeit oder bis dahin mit das Toreschießen so ein bisschen ein Problem war oder Chancenverwertung. Chancen gab es ja eigentlich, hat man gegen Fortuna Köln gesehen. Und dann ging es in der Liga wieder weiter. Auswärts beim Halleschen FC. Ja, da hat es wieder nicht ganz so gut geklappt mit Toreschießen. Kann man sagen. Ja, das ist kein Spiel, über das ich auch so lang reden will. Genau, ja, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Wir gerieten da irgendwann ich glaube so nach einer guten halben Stunde, in Rückstand. Hast du das Tor noch vor Augen, Micha? Also was ich vom Spiel in Halle mir auf jeden Fall gemerkt habe, war, dass der Reddemann einen ganz miesen Tag hatte. Also der hat das 1-0-1 vorbereitet, indem er einen Ball mit der Hacke vorm Aus gerettet hat, was sich wunderbar ausgezahlt hat, indem die Hallische Rensen sich bedankt haben und ja, halt den Ball, also der ist über die rechte Seite dann nach vorne, hat ihn, glaube ich, quergelegt und dann aus
keinem, noch nicht mal so einen guten Winkel, aber hat er dann auch gut getroffen und dann stand es halt 1-0 für Halle. Ja. Und dann gab es halt noch so zwei Aktionen, wo der Rettemann, ich glaube, einmal wurde er einfach überlaufen und dann hat er den aber, glaube ich, dann überlupft, den Torwart, oder nicht überlupft. Und also der hat da überhaupt nicht gut ausgesehen. Der hat da, glaube ich, Innenverteidigung gespielt und das hat nicht geklappt. Ja, genau. Also Dams hat mir gerade schon erzählt, der fiel da mit seiner Armverletzung aus und dann spontan auch noch Ruprecht. Weiß ich mehr, der hatte irgendwie eine kleinere Blessur und dann durfte dann oder musste dann Redemann in der Innenverteidigung dann ran und das war leider an dem Tag auf jeden Fall eine Schwächung. Die Führung hielt allerdings nicht lange, da gab es nämlich einen Foul-Elfmeter, den Scheffler, sagen wir mal, ganz gut rausgeholt hat. Wenn ich mich recht erinnere, hat er sich da so ein bisschen so in den Mann reingelegt und er zieht so ein bisschen und er nimmt dann diese Aktion auch ganz gern hin, um dann ja, da zu fallen, oder? Das war schon ein klarer Elfmeter. Also das lief zwar alles irgendwie, das lief in Zeitlupe ab, diese ganze Szene, weil irgendwie alles so langsam war. Aber man sieht ja auf den Bildern, dass der Gegenspieler, der hängt ja an ihm dran. Also der hat ja, von hinten unter die Arme hat er ja seine Hände irgendwie so auf der Brust von Scheffler liegen. Und selbst wenn der sich dann nur ganz langsam bewegt, ist es klar, dass der nicht vorankommt und dann umfällt. Also ich weiß, auch in der Übertragung haben sie auch gesagt, so, ja, kann man geben. Ich finde, den muss man geben. Also wenn er so an dem Trant klammert, wenn der versucht zu schießen, das ist für mich klarer Elfmeter. Ja. Okay, ja. In Abwesenheit von Ruprecht durfte Scheffler dann selbst dran und hat auch dann zum Ausgleich verwandelt. Das war alles noch vor der Pause. Ja, aber dann brachte das nicht den erhofften Auftrieb. Nee, da ging irgendwie aus dem Spiel heraus nicht so viel. Und Halle war da auch, glaube ich, in so einer Situation, wo sie was machen mussten. Ich weiß nicht, wie viele Punkte die bis dahin hatten, aber die standen hinten drin auf jeden Fall. Und die hatten ewig zu Hause nicht gewonnen, ne? Ja, genau. Und, irgendwie seit Februar oder irgend sowas. Ja, genau. Ja. Und der Spielverlauf war dann eben auch so, dass die da gemerkt haben, sie können hier gewinnen. Den Zahn haben wir ihn leider nicht ziehen können oder die Jungs halt. Und dann haben die, das zweite Tor von denen war ganz gut gemacht. Aber da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es entstanden ist. Ich hab's über die Telekom geguckt, aber der ist dann auch, glaube ich, vom Kolke aufgetaucht und hat ihn dann da reingeknallt. Ja, ich glaube, da sah Kolke zur Abwechslung mal tatsächlich nicht ganz so gut aus, wenn ich das jetzt gerade noch richtig aus dem Gedächtnis krame. Kommt ja selten genug vor. Aber gut, so ist es dann. Der lief ja auch relativ frei auf ihn zu. Also. Ja, also der hat ja, glaube ich, so einen dotzenden Ball bekommen und hat ihn dann auch so halb dotzend da reingeknallt irgendwie. So habe ich es so in Erinnerung grob. Und viel mehr kam von Halle eigentlich aber auch nicht. Also während des Spiels hat mich schon geärgert, dass wir da vielleicht nur unentschieden spielen, weil das eigentlich so ein schwacher und verunsicherterer Gegner war. Also viel schwächeren kriegst du da eigentlich gar nicht. Das hat man denen in jeder Situation angemerkt und gut, dann haben die halt ihre eine Chance dann noch genutzt in der zweiten Halbzeit und dann verlieren wir das Ding sogar. Also es hätte nie und nimmer sein müssen, auch wenn wir an dem Tag nicht gut waren, aber also Halle war auch überhaupt nicht gut eigentlich. Ja. Ja, sehr ärgerlich, ne? Zumal man ja gerade eben vorher diese Länderspielpause mit einer Menge Toren eigentlich hatte, wo man dachte, okay, vielleicht nur so mal wieder das Erfolgserlebnis abgeholt, was dann halt vielleicht auch brauchst, dass halt mal so ein Torschuss wieder reingeht. Hat da noch nicht gefruchtet. Also 1-2 verloren. Die Woche drauf wieder Heimspiel, dann am Freitagabend mal zur Abwechslung. Ein Flutlichtspiel und das alleine gab mir ja schon etwas Hoffnung, denn wir hatten schon zwei Ligaspiele, glaube ich, am Abend. Nee, eins und das Pokalspiel war es bis dahin, ne? Ja, wir haben in Osnabrück freitags gespielt. Genau. Das war ja auch ganz gut. Ja, genau, das war das 4-0 und dann das Pokalspiel gegen Aue, was ja auch erfolgreich war. Ja. Genau, so, und dann eben gegen Chemnitz. Ja, ging eigentlich insofern relativ gut los, als dass die sehr früh eine gelb-rote Karte bekommen haben, die Chemnitzer. Das war noch, ich glaube mal, gerade eine halbe Stunde rum.
da der Übeltäter genau. Hatte, glaube ich, schon in der ersten Minute oder nach einer halben Minute schon die erste Gelbe bekommen für ein recht grobes Einsteigen mit dem Ellenbogen gegen Scheffler. Und dann nach einer halben Stunde, da gab es ein bisschen Verwirrung bei dem Freistoß, da hat der Schiedsrichter erst einen anderen verdächtigt oder wollte ihn schon verwarnen und hat das dann korrigiert und dann merkte er, okay, das ist der schon gelb hat, also flog der runter. Ja, aber die Überzahl hat uns erstmal nichts genützt. Denn die, die Chemnitzer, die hatten bis dahin eigentlich recht forsch angegriffen, beziehungsweise angelaufen, also Vorchecking oder Pressing, je nachdem, wie man sagen möchte, gespielt und dann halt in 10 Mann haben sich dann ziemlich zurückgezogen und damit kam er eigentlich gar nicht gut klar. Und dann schon ein paar Minuten später, weiß nicht, vielleicht 5 Minuten nach dem Platzverweis, setzen die im Prinzip ihren ersten Konter. Und so aus halblinker Position setzt er sich da gut durch, der Chemnitzer, ich weiß nicht mehr, wie hieß der? Kluft, genau. Und dann trifft er natürlich dann den Ball perfekt, geht an den Innenpfosten und von da aus rein, Kolke keine Chance, also ein Riesentor. Da standen wir selbst halt da, obwohl wir leicht schockiert waren, aber haben uns alle angeschaut und anerkennend die Mundwinkel verzogen, ja. Ja, das war schon geil, der wird da geschickt und ich meine, der hat den Mrovca hinter sich gehabt, der ja wirklich sehr gut spielt, meiner Meinung nach. Ja, und auch gut im Zweikampf ist. Und auch schnell ist, wie oft der da einem Gegner den Ball abläuft und klärt und da ist der dem halt hinterhergerannt und der hat ihn dann halt aus vollem Sprint dann noch mit links halt rechts oben fast in den Winkel geschweißt, ja. Und ja, das kann dir halt einfach mal passieren, auch in Überzahl, ja. Oder gerade in Überzahl. Das klar darf der Pass so nicht kommen oder nicht da durchkommen, aber ja, ich glaube, das kann dir schon passieren. Ja, und, man kann nicht alles verhindern, ne? Sonst wird jedes Spiel 0-0 ausgehen. Ja, genau. So. Da gab es dann erstmal so den Schock, bis zur Halbzeit ging dann eigentlich nichts mehr. Dann haben sie sich aber aufgerafft und ist immer wieder probiert, aber der Ball wollte nicht rein, lange, lange Zeit. Ich hatte dann schon den Glauben verloren, dass man hier wenigstens noch einen Punkt mitnimmt, bis dann in der 87. Minute der eingewechselte Müller im Strafraum an den Ball kommt und den dann doch mal versenkt. Also es gab vorher schon eine ganze Reihe Chancen. Ja, wobei Chemnitz auch den Deckel schon hätte zumachen können. Ne? Also die hätten da drauf machen können. Die hatten ja auch ein, zwei Konterchancen dann nochmal. Aber trotzdem, das war auch dann verdient, ja. Absolut, ja. Genau, da waren wir dann schon ganz zufrieden, dass wir da nicht mit einer Heimniederlage gegen 10 Mann heimgehen müssen. Aber die Mannschaft hat keine Ruhe gegeben und hat auch die Nachspielzeit noch genutzt. Und in der 92. Minute dann, oder 90 plus 2, wie es so im DFB-Sprech heißt, kam dann nochmal eine Flanke von Diawosi war es, ne? Genau, von der rechten Seite. Ich fand es aber eigentlich ein bisschen zu lang irgendwie und dann der Scheffler, der hat sich irgendwie schon mindestens eine Viertelstunde lang irgendwie über den Platz gequält. Ich hatte da eigentlich auch den als Auswechselkandidaten, hat man den schon ausgemacht, weil der war eigentlich völlig fertig und konnte kaum noch irgendwie mal einen Sprint ansetzen oder sowas, aber dann schmeißt er sich tatsächlich nochmal in diesen Ball dann da rein, fährt die langen Haxen aus und schiebt da irgendwie, weiß ich, mit so einem Kung-Fu-Sprung irgendwie trifft er da noch den Ball und der geht halt rein in der Nachspielzeit zum 2-1. Ja, glaube ich ja noch an den Innenpfosten und auf den Torwart, der dann am Boden lag und ja. Ja, ich hatte das auch gar nicht richtig gesehen, weil wir stehen ja so quasi so ungefähr in der Verlängerung von dem einen Torpfosten und so wie der Ball da ankam und wie der da reinspringt, dachte ich, der kann nie im Leben reingehen, der kann eigentlich nur ins Außennetz gehen. Ja, und plötzlich ist er dann drin. Ja. Also das war natürlich sehr großartig, wenn du dann ein Spiel so spät dann noch komplett umdrehst. Ja, auch wieder auf unsere Kurve, das war top, ja. Und der Scheffler hat halt auch vorher, ich glaube, der hat in der ersten Halbzeit ja so grandios schlecht in die eine Chance versammelt. Das war noch ganz am Anfang, glaube ich, ne? Da stand es noch 0-0. Ja, wo er alleine auf den Torwart zurennt und dann den Ball aber auch
Du hast im Moment, wo er den Ball trifft, schon gesehen, okay, der geht jetzt 10 Meter neben das Tor, Minimum. Ja, ja, da überhaupt nicht mehr. Ja, da war, glaube ich, noch einer, der ihn gestört hat, dann halt irgendwie beim Abschluss, ja, weil er einfach zu langsam war, ne? Also er hat er wirklich auch wieder ein unglückliches Spiel gemacht und dann, aber das eine Ding dann wirklich so einen Meter neben Pfosten mit dem gestreckten Bein irgendwie reingezwiebelt. Ja, ja. Tor des Monats würdig, finde ich, wie er da reinspringt irgendwie mit. Also wer es jetzt von den Hörern noch nicht gesehen haben sollte, unbedingt nochmal nachgucken. Also es gibt ja auch bei telekomsport.de, ich glaube immer so nach ein, zwei Tagen, da sind diese ganzen Spielberichte dann irgendwie auch frei, also ohne Abonnement abrufbar. Also das lohnt sich auf jeden Fall, allein dieses Tor nochmal anzugucken. Der YouTube-Kanal vom SV Rhen Wiesbaden doch auch, glaube ich, die Tore zumindest immer dann anbietet, oder? Dürfen die das noch? Ja, ich glaube, die verlinken jetzt nur noch auf Telekom. Also, ich weiß es nicht mehr. Also, ich habe da schon lange nicht mehr drauf geguckt. Aber Telekom Sport hat auf seinen Social-Media-Kanälen irgendwie immer so eine Wochen-Top 10 oder so. Und da war das, glaube ich, sogar auch auf 1 oder so. Also bei den, also, Auf jeden Fall mit drin. Ja. Okay. Man kann es finden, wenn man es will. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal nachzuschauen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Ja, das war dann nicht nur schön um des späten Sieges willen an sich, sondern auch, nachdem man ja vorher immerhin 4 Spiele nicht gewonnen hatte, war es auch mega wichtig, mal wieder ein Dreier zu landen, um da nicht den Anschluss da oben zu verlieren. Genau, ja, und auch für gute Stimmung. Also wenn du das in Unterzahl irgendwie am Ende sogar verlierst, dann kann sich, glaube ich, echt drehen. Ne? In Überzahl, ja. Achso, ja, natürlich. Der Gegner in Unterzahl wie Überzahl. Ja, so ja, war genau. Das doch, ne? Stell dir mal vor, ich war so weit weg, dass ich schon nicht mehr zusammenkriege. Das war an dem Tag, wo du da irgendwie die psychedelische Sonne da angeschaut hast. Genau, ne? Ja. Genau. Das erklärt dann einiges. Nee, aber ich habe natürlich das über einen Twitter-Kanal dann auch verfolgt und mir gedacht, oh Gott, das jetzt zu verlieren, dann könnte es echt schwierig werden mit der Stimmung und so. Ja. Aber ist nochmal gut gegangen. Und das war da der Auftakt in eine tolle englische Woche, muss man mal sagen. Denn dann ging es nämlich dann schon am Dienstag weiter in Lotte. Genau, und ach so, da kam dann mein Flutlicht-Aberglaube dann zum Tragen, nachdem wir dann bis dahin dann schon 3 Flutlichtspiele alle gewonnen hatten. Hatte ich dann auch ein bisschen Hoffnung, dass das wieder klappt. Micha, du warst in Lotte mit dabei. Möchtest du uns kurz von diesem rauschenden Fußballfest berichten? Ja, also ich war tatsächlich mit in Lotte. Wir sind ganz komfortabel zu 6 in einem 9-Mann-Bus angereist. Dann gab es noch ein Auto voll mit Supremus, also die dann noch kamen, und dann waren nämlich noch 2, 3 vor Ort, sodass wir eine ähnlich starke Reisegruppe stellten wie Groß Asbach am Samstag. Allerdings waren wir alle in einem Block, sodass das etwas mehr aussah. Das Spiel, da braucht man gar nicht so viel drüber sagen. Mich hat vielmehr dieses ganze Drumherum total, wie sage ich das jetzt? Begeistert? Also es war so eine Mischung aus Begeisterung, Fußball, Nostalgie und Dorf. Also so richtig so. Also ich habe ja auch den Bericht geschrieben für den Blog. Das war so wie Hessen-Pokal Achtelfinale. Da steigen wir ja immer ein, ne? Ja, genau. Genau. Und das ist so, klar, die haben ihr Stadion. Also wir sind dann auch gefahren, dann fährst du durch so ein Wohngebiet, also ein Neubaugebiet, und auf einmal biegst du dann links ab und dann sind es noch 100 Meter und dann ist da so ein Parkplatz, der sogar überdacht ist. Ein überdachter Parkplatz? Ja, da waren so mittig halt so Pfosten und dann ging da so eine, ja, ging halt so ein Dach da links und rechts von raus und dann kannst du dich da drunter stellen. Wie bei der Metro. Ja, so ungefähr. Und dann kommst du hin, klar, Gästeblock war dann zu. Und dann haben sie uns hinter das Tor gestellt. Da waren wir so im Prinzip so direkt neben dem Spielertunnel.
Und über uns waren dann auch noch Heimfans und die Lotte, die da Stimmung gemacht haben, da waren eine Gruppe so rechts von uns und der anderen links und dann so im Eck und waren aber halt auch nicht viel und da waren ja auch noch 1200 irgendwas Zuschauer da. Und ja, da hat mich dann noch einer angesprochen, und wie lange seid ihr denn gefahren? Und ich so, ja, keine Ahnung, 3,5 Stunden. Also ja, ich wohne auch 30 Kilometer weg, ich komme nicht so oft. Und das ist, glaube ich, so das Motto da auch so ein bisschen. Aber gut, die haben es natürlich auch nicht, die haben es ja auch schwer einfach, ne, in diesem Dreieck da zwischen ja bei Osnabrück. Direkt neben dran ist ja Osnabrück, ne? Genau. Ja, genau. Also egal, auf jeden Fall. Ja, dann immer zwischendurch der Stadionsprecher und heute wieder volle Lotte. Ja, das ist dann halt so. Gut. Und wie gesagt, auch der Zaun vor uns, der war 2,10 Meter maximal hoch und halt auch kein Netz drüber. Das heißt, hätte es in dem Spiel mehr Torschüsse gegeben, hätte man tatsächlich dann ab und zu mal in Deckung gehen müssen, weil ja, wenn der halt dann. Hätte dich wohl drin. Egal, auf jeden Fall, das Spiel war dann ziemlich unansehnlich. Beide Defensivreihen standen gut. Der entscheidende Pass kam nicht an. Minzel hat sich ja beim Wahrmachen dann auch noch verletzt, sodass dann da Diawosi auch links angefangen hatte. Scheffler hatte in der ersten Halbzeit noch die beste Chance von uns. Der ging aber dann auch noch recht klar vorbei aus kurzer Distanz, war aber auch nicht einfach. Und die hatten einen Distanzschuss, wo Kolke dann schön fliegen konnte. Dann ging es in die Pause. Und in der zweiten Hälfte hatte dann Lotte eine gute Chance noch, wo sie dann einmal durchstecken, aber Kolke gut rausläuft, den Winkel verkürzt und dann auch klären kann. Und dann gab es eben den Freistoß. Der 79. glaube ich. Eine ziemlich unspektakuläre. Ziemlich weit weg vom Tor, ne? Ja, so relativ zentral, aber 35 Meter vom Tor. Ja, auf das von uns aus gesehen entfernte Tor oder für alle Zuschauer das entfernte Tor, weil da hinten in der hinteren Hälfte saß niemand. Ja. Oder stand niemand. Konnte man im Fernsehbericht dann sehen, ja, da war alles leer. Ja, das und, ist ähnlich wie bei uns, wenn so die Kamera so auf die Südtribüne zeigt und man sieht den Gästeblock dann nicht, dann ist ja auch da alles leer. Ja, genau. Und der hat ihn dann ja da, hat es ja dann probiert, hat er dann ja auch gesagt später. Und also für mich war es halt so, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert ist erst, weil ich hatte da so hingeguckt und auf einmal, weil der hat den so, der war relativ fest und hat dann auch eine komische Flugkurve, der ist stark gefallen dann, nachdem er den höchsten Punkt erreicht hatte und ja, muss dann irgendwie die Torstange unten getroffen haben oder noch so eine Bande, die dann hinter dem Netz war. Auf jeden Fall ist der Ball direkt wieder rausgeprallt und ja, gut, die Wiener Spieler haben dann angefangen zu jubeln und wir haben uns so angeguckt und der Schiri hat dann Tor angezeigt. Ja gut, dann haben wir auch gejubelt. Wenn es der Schiri zeigt, warum denn nicht? Ja, und gut. Und ja, wie gesagt, Lotto hat es dann nochmal ein bisschen probiert, aber ja, da ist dann jetzt nicht mehr so viel passiert und wir sind dann auch, also immer wenn du dann aufs Klo bist oder Bier holen bist, du warst dann ja auch, also da gab es überhaupt keine Gäste, also gar keine Fantrennung, ne? Oh Gott. Ich dachte, dass das ja vorgeschrieben ist. Das ist ja, glaube ich, nur eine Vorschrift, dachte ich. Aber ja, weiß ich auch nicht. Da nicht notwendig und also du bist dann ja an den Stand gegangen, wo die Leute, Fans halt auch hingegangen sind, wenn du was zu trinken haben wolltest oder halt aufs Klo bist und ja, war aber auch alles kein Problem, ja. Was ja dann schön ist. Und ich finde das sowieso, das ist das meistens irgendwie so ein völlig theoretisches Problem. Das war jetzt auch kürzlich, als da jetzt Köln bei Arsenal gespielt hat, da haben sie auch einen riesen Heckmeck gemacht und sonst irgendwas, dass da halt irgendwie Tausende von Kölnern ja auch dann in den Heimblöcken waren. Und war überhaupt kein Problem. Die meisten haben dann irgendwie zusammen gefeiert. Also da wird auch manchmal viel zu viel Drama drum gemacht, bloß weil zwei irgendwie zum unterschiedlichen Team halten, da hauen die sich ja nicht gleich die Köpfe ein. Also, naja, gut. Genau. Gut, also ich habe dann noch kurz mit da ein paar Leuten gesprochen und die waren jetzt nicht so positiv gestimmt, weil
das wohl nicht das erste, also es häufiger mal so aussah, dass sie nicht so viele Ideen nach vorne haben. Und naja gut, dann sind wir dann ja glücklich mit 3 Punkten nach Hause gefahren, ja. Ja, aber wo du es gerade erwähnst, also in Bremen war es eigentlich genauso, bei Bremen 2, da war ja auch nicht der ursprüngliche Gästeblock offen und die haben uns dann so am Rand von der Haupttribüne hingepackt und da sagte dann ein Ordner auch so ganz staatstragend zu mir so, ja, sie sind zwar hier Gästefan, aber heute dürfen sie sich hier frei bewegen. Ui. Oh, ja, also man durfte dann sogar als Gästefan, die wir ja 10 Leute waren, dann auch überall hin und natürlich da an die Getränkestände und so und also... Ja. Ja, selbst gut, bei 10 Leuten uns, machen die da teilweise noch einen Akt draus. Ne? Bei uns war das eh so, wir sind ja mit, also Moni und Volker, die Fanbeauftragten. Die dürfen ja eh überall hin. Ne? Die waren ja mit dabei und dann ja, die hat die Moni dann irgendwie vom Verein auch noch Karten besorgt für uns 4 andere, sodass wir dann da praktisch über den Verein reingekommen sind, weil der Verein ja immer ein bestimmtes Kontingent an Karten bekommt. Und dann haben die Ordner uns aber nicht im Gästebereich eingelassen, weil sie gesagt haben, wir müssen da rein, was auf der Karte steht. Dann sind wir halt zur Haupttribüne rein und sind dann über die Haupttribüne dann halt in unseren Block gegangen. Also wir sind dann eh durchs Halbstadion gelaufen. Okay. Aber wie gesagt, bei Bremen 2 gegen Wien-Wiesbaden oder Lotte gegen Wien-Wiesbaden ist das ja auch alles kein Thema, ja. Ja, das hat mich sowieso an... Aber ich muss sagen, dass mich auch das Spiel, also ich habe es komplett bei Telekom geguckt, das Spiel in Halle, hat mich eigentlich auch an das Spiel in Bremen erinnert. Also es war so eigentlich ein klassisches 0-0. Das Spiel in Lotte meinst du jetzt? Ja. Genau, ja, aber das, also so wie das Spiel in Bremen, das ja wirklich 0-0 ausgegangen ist. Und halt, wo du denkst, okay, das kann jetzt nur durch einen genialen Moment vielleicht entschieden werden. Und den gab es in Bremen nicht und in Halle gab es dann halt. Ja, die Parallele hatte ich auch. Halle, Lotte natürlich. Ja, ja. Die Parallele mit Bremen, die hatte ich auch mehrmals im Sinn. Das war ja auch am, ich glaube, da war es das Ende irgendwie von der englischen Woche, irgendwie, als wir da gespielt haben. Und dann halt irgendwie auch auswärts auf einem spärlich besuchten Platz und dann halt irgendwie so ein 0-0, mit dem dann am Ende jeder auch zufrieden war. Und ja, also ich bin jetzt nicht sicher. Ich meine, klar, muss irgendwie da jetzt auch so von der Herangehensweise, klar, wichtig ist zunächst mal dann auswärts nicht zu verlieren. Das ist ja schon mal gut und kein Tor zu kriegen und so weiter. Aber dass du da nicht auch eher sagst, wir wollen oben dranbleiben, wir wollen das Spiel auch gewinnen. Ich meine, jetzt haben sie es dann natürlich Gut haben wir da nicht gespielt, klar. Ja. Und Andrich hat ja auch davor da ja die Ecken geschossen und die waren ja Katastrophen. Also ja, kam ja eine nach dem anderen, kam ja nicht am ersten Mann vorbei. Ja, was mich genervt hat bei dem Spiel, war halt tatsächlich, dass du dass Lotte in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen besser war. Und sie haben das Spiel dann eher in unsere Hälfte verlagert gehabt. Und das war was mir nicht so wirklich gepasst hat, weil ich gedacht habe, okay, die spielen so, als wären 0-0 auch okay. Genau, ja. Und das war es ja, was ja in Bremen halt auch. Und das finde ich jetzt auch so ein bisschen, also ich meine, dass man halt so gar nicht da aus ist, irgendwie so für mich ein bisschen was zu versuchen. Ich meine, am Ende ging es jetzt halt glücklicherweise dann mit einem Sieg dann aus, aber das weiß ich auch nicht. Finde ich nicht gar so überragend. Und klar, englische Woche anstrengend und du hast dann da irgendwie hier die Fahrerei und sonst irgendwas. Aber ja gut, ich meine, dafür haben wir doch einen großen Kader auch, ne? Also. Ja, also ist klar, es gab ein paar Ausfälle und die musste erstmal kompensieren können, aber ja, hat ja mittlerweile auch fast jede Mannschaft und ja, wie gesagt, also ich habe so das Gefühl, ich meine, wenn du mal überlegst, du hast jetzt daheim gegen Köln gerade so nicht verloren, gegen Chemnitz gerade so gewonnen, beziehungsweise auch gerade so nicht verloren durch die späten Tore. Es ist jetzt natürlich mit dem Abschluss, wo wir dann gleich noch drüber sprechen mit Groß Asbach, sieht das schon nochmal wieder ein bisschen anders aus, aber so, ja, also, ich meine, klar, wir haben jetzt auch nicht wirklich gegen starke Gegner gespielt, ne? Also, ja. Das sagte hier mit Halle, wie schlecht die waren, also, jetzt kennen wir jetzt in Lotte auch nicht viel besser. Also, ja. Genau, also ist eigentlich, ich meine, dann haben dann zwar die Punkte dann gestimmt, aber Grund zur Euphorie gab es da eigentlich nicht so unbedingt. Ja. Immerhin, mal wieder zu Null. Das war ja dann auch schon wieder ein Weilchen her, dass wir das hatten.
Ja. Genau. Gut. Und damit waren wir dann eigentlich auch schon über Soll, wenn man so möchte. Also mit 6 Punkten aus 2 der 3 Spiele dieser englischen Woche. Bisher gab es, seit Rehm da ist, glaube ich, immer höchstens 4. Ne? Wir hatten irgendwie meistens, glaube ich, genau einen Sieg, eine Unentschieden und eine Niederlage. Von daher rein statistisch schon mal verbessert. Das war aber jetzt eigentlich gar nicht der Hauptgrund, warum ich jetzt irgendwie jetzt vor dem Spiel gegen Groß Asbach eigentlich wenig erwartet hatte, sondern halt eben vor allem, weil die Spielweise und die Chancenverwertung halt die letzte Zeit jetzt nicht so berauschend war. Und also ich hatte auch tatsächlich, glaube ich, im Tippspiel 0-0 getippt, weil ich dachte irgendwie, ja. Du lieber Zeit. Ja, auch Groß Asbach, die kamen jetzt auch nicht. Ich glaube, die hatten auch beide Spiele jetzt vorher gewonnen und standen ja auch in der Tabelle oder stehen, glaube ich, immer noch direkt einen Platz hinter uns. Also ich hatte da jetzt wirklich keine hohen Erwartungen jetzt an die Partie gegen Groß Asbach. Aber ich lasse mich ja gerne eines sehr viel Besseren belehren, denn es wurde dann zu einem wahren Fest. Wer möchte dann mal einsteigen? Sonja. Ja, genau. Ja, was soll man dazu sagen? Es lief irgendwie alles, hatte man so das Gefühl. Also ja. Wir haben endlich mal wieder das frühe 1-0 geschossen. Das hilft immer, ja. Immer sehr, was uns ja immer sehr geholfen hat und vor allem auch Sicherheit gegeben hat. Also wenn ich da auch ans Pokalspiel denke, haben wir auch die Tore früh gemacht und danach auch nichts mehr zugelassen. Da war das Gefühl jetzt eigentlich ähnlich, ne? Also auch wenn dann, glaube ich, wie lange hat es bis zum 2-0 hat es dann nochmal 20 Minuten oder so gedauert? Ja. Aber da war jetzt auch der Gegner nicht gefährlich und dann machen wir halt das zweite und bevor wir uns irgendwie angeguckt und gefreut hatten, machen wir das dritte und das vierte und dann war die Nummer natürlich durch, ne? Also ja. War es eigentlich nur noch Euphorie, wenn man dann nach einer halben Stunde mit 4-0 führt und der Gegner auch so schwach ist, dass man weiß, da kommt nichts mehr. Das war das ideale Spiel eigentlich. Ja, also ja. Hat aber auch sehr viel geklappt, muss man auch dazu sagen. Genau, also gab wirklich viele schöne Kombinationen, wo die dann halt irgendwie zügig dann zack, pass und ruckzuck bist du schon wieder am Strafraum. Das lief dann richtig gut. Klar, ja, schon mal mit einem 1-0 im Rücken ist schon mal gut und dann fielen die Tore dann halt so kurz hintereinander. Es waren ja dann halt von 4 Minuten 3 Tore. Und alle eigentlich auch sehr, sehr hübsch. Also da waren jetzt keine reingewirkten Dinge irgendwie. Ja. Perfekt. Also entscheidender Mann war halt da ganz klar Andrist, der das erste Tor wunderbar vorbereitet, indem man einen langen Ball ganz stark annimmt im Lauf. Und, also im Sprung dann eigentlich, ja. Ja, so genau so eingesprungen mit einem feinen Füßchen und den Ball dann auch wirklich perfekt so querlegt, dass Blacher den dann da mehr oder weniger problemlos reinschiebt. Da kannst du auch den noch daneben schieben oder gegen den Torwart, aber die Vorbereitung war da schon die halbe Miete und ja, dann hat er ja auch noch 2 Tore nachgelegt, ne? 1 per Kopf, glaube ich, und ja, das erste war dann auch eine Flanke von rechts von Notnagel. Das war irgendwie, ich glaube, so im Anschluss an den Eckball. Deswegen war der da vorne irgendwie, der bringt ihn dann so auf die linke Seite und Mockenhaupt. Was springt der da vorne rum? Aber der war halt auch noch von der Ecke noch da. Der köpft ihn dann in die Mitte quer und da musste Andres dann nur noch den Fuß hinhalten. Und da kam es ihm dann zugute, dass es halt wirklich schon so dicht vorm Tor war, dass der Ball nicht mehr drüber gehen konnte. Weil der sprang auch schon wieder so hoch. Aber die Distanz war halt kurz genug, dass er halt auf jeden Fall reinging. Ja. Ja, und spätestens beim 4-0 von Müller war es ja dann auch so, der hat ja draufgeschossen, wurde abgeblockt und dann fliegt ihm der Ball aber direkt wieder in die Füße, er nimmt ihn nochmal mit und knallt ihn dann humorlos ins kurze Eck unter die Latte. Ja. Ich glaube, der wollte beim ersten Schuss gar nicht draufschießen, der wollte ihn eigentlich reingeben in die Mitte. Ja, da bin ich auch nicht sicher, ja, genau. Und dann war er ja, aber mit diesem Block war er dann mit Ball am Gegner vorbei und hat das Tor vor sich. Ja. War es natürlich auch schlau, dann stattdessen abzuschließen. Ja, nee, hat er gut gemacht. Ja, klar. Genau. Dann in der zweiten Halbzeit dauerte es nochmal 3 Minuten, glaube ich, bis es eine Ecke gab und da kommt der Ball zu Schäffler, der bis dahin eigentlich noch nicht viel zu sehen war.
Ja, der hat dann sogar noch die Zeit, den Ball irgendwie anzunehmen und sich zurechtzulegen und hatten dann mal schön reingehämmert. 5-0 nach, weiß ich, was waren es, 48 oder 50 Minuten oder sowas? Ja. War das schon rekordverdächtig? Also für uns war es auf jeden Fall ein Rekord, also der höchste Sieg seit den SVW in Wiesbaden in dieser Form gibt. Also sprich seit Beginn der Profi-Ära, was ja jetzt auch schon 10 Jahre sind. Und wenn man es dann so sieht, also ich meine, es gab ja dann auch noch ein paar weitere Gelegenheiten und Freistöße und so weiter. Da haben sie so ein bisschen Freistoßtraining gemacht. Da hätte auch durchaus sogar noch mehr Tore fallen können. Ja, ich habe gelesen, im Kurier haben sie es geschrieben, der höchste Sieg in der dritten Liga, das war mal ein 7-0. Ich glaube von Saarbrücken gegen irgendjemand. Das hätte man sogar tatsächlich auch noch einstellen können. Aber gut, ist egal. Also, der Gegner war schwach genug. Der Gegner war schwach genug an dem Tag, erstaunlich genug, ja, dass sie eigentlich, weil die standen ja eigentlich nicht so schlecht da. Aber bei denen klappte halt nichts und bei uns klappte alles und dann gibt es da halt dementsprechend auch mal so ein Ergebnis. Ja. Aber mich haben tatsächlich diese Freistöße ein bisschen genervt am Ende. Das war dann auch so, man hatte so das Gefühl, dass es das so ein bisschen auch die Nachwirkungen von dem Lotte-Spiel und dem Lotte-Tor waren, dass dann jeder dachte, er könnte jetzt mal einen Freistoß aufs Tor bringen und die gegen alle sonst wo die wollten. Da hätten wir schon dann doch noch ein paar Mal irgendwie Flanken bringen können und das wäre, glaube ich, besser gewesen und da auch vielversprechender, dass da vielleicht noch einer gefallen wäre. Aber da wollte dann irgendwie jeder mal draufschießen, das fand ich ein bisschen anstrengend. Ja, aber andererseits willst du den verdenken. Es steht 5-0, der Ball liegt schön da. Dann kannst du auch mal sagen, okay, pass mal auf, den versuche ich jetzt mal irgendwie in den Winkel zu hauen oder sonst was. Naja. Ich glaube, da kannst du auch als Trainer wahrscheinlich nicht viel dagegen sagen. Aber so, ich meine, wir wussten dann irgendwie alle, als er zum dritten Mal irgendwer stand und sich den Ball da hingelegt hat, wussten wir alle, der geht schon wieder aufs Dach. Ja, ja, das war vor allem lustig halt, weil der, ich glaube, der erste von den mehreren Freistößen, da legt der Andrich sich den hin und wir gucken uns alle an, okay, der ist zu nah dran, der haut den jetzt drüber. Ne? Was passiert? Er haut ihn drüber. Ne? Das war so richtig mit Ansage. Was halt gut war bei dem Spiel, wirklich, also es war ja etwas überraschend, dass Breitkreuz von Anfang an gespielt hat. Wir haben ja dann mit Breitkreuz und Scheffler tatsächlich zwei richtige Stürmer auf dem Platz gehabt und Blacher noch dahinter. Das war ja schon sehr offensiv. Ja, genau, ja, Blacher eigentlich so auf der nominell so auf der Doppelsechs, aber doch recht offensiv gespielt, ja. Ja, ist ja schon ein offensiver Zentraler und dann hat Andrist ist ja jetzt auch eher ein offensiver Außen. Ja, ja, Müller auch, und, genau, auf der anderen Seite. Ja, also hast du schon offensiv einiges in die Waagschale geworfen und das hat dann ja auch wunderbar funktioniert, ja. Genau, ja. Also die, genau, also ich meine, wie der CJ dann meinte, als es dann 4-0 stand, ja gut, aber jetzt spannend wird es ja dann heute nicht mehr. Ja, also wenn man Kritik am Ergebnis. Irgendwas gibt es ja immer, ne? Ja. Ich will mal Geld zurück. Ja, genau. Ihr habt mir 90 Minuten Spannung versprochen. Nee, ja, aber nach den engen Spielen vorher war das dann durchaus auch mal ganz nett, dass man mal ganz entspannt die letzten 5 Minuten gucken konnte. Oder auch die letzten 45, ja. Ja, gut. Die letzten 60 im Grunde. Eigentlich schon, ja. Also ich meine, mit dem 4-0 nach einer halben Stunde war es ja nur wirklich durch. Also da musste man eigentlich keine große Angst haben, dass das jetzt noch irgendwie sensationell kippen könnte. Ja, sehr schön. Und mit diesen jetzt 3 Siegen am Stück haben wir uns eigentlich auch tabellarisch gefestigt. Gucken wir doch mal auf die Tabelle. Da stehen wir jetzt schon seit mehreren Spieltagen auf Platz 4, aber jetzt ist es dann tatsächlich nur noch ein Punkt Rückstand auf Fortuna Köln, die jetzt zum ersten Mal, siehe da, ausgerechnet gegen Lotte zu Hause 3-0 verloren haben. Also Wien jetzt mit 20 Punkten, Köln mit 21. Muss man auch dazu sagen jetzt, ne, ich gucke ja immer gern so ein bisschen auf den Punkteschnitt. Jetzt haben wir wieder genau einen Schnitt von 2,0. Wenn du den dauerhaft durchhältst, dann bist du auf jeden Fall oben mit dabei. Also das ist dein innerer Monk wieder zufrieden? Ja, 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 auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gebraucht. und ja, ich meine, hab natürlich nichts gegen drüber, aber wenn man das mal so als Zielmarke nimmt, bin ich schon mal ganz zufrieden. Ja, vorne Paderborn weiterhin, die haben einen ziemlich starken Lauf.
und also sie haben 25 Punkte und Magdeburg 24. Ja, hinter uns dann jetzt eine kleine Lücke unter Haching 16. Asbach mit 15 jetzt dann schon ein paar Punkte zurück. Ja, und so verteilt sich das dann so nach unten hin. Karlsruhe hat jetzt auch mal wieder gewonnen am Sonntag und macht einen kleinen Sprung. Ist jetzt wenigstens mal 12. Ganz unten aktuell Chemnitz, Münster, die ich glaube die ersten zwei Spiele gewonnen hatten und seitdem nicht mehr. Und Erfurt, den hatten wir es ja schon ein bisschen vorausgesagt, dass das für die schwer wird dieses Jahr. Ja, meine Abstiegstipps, Erfurt und Fortuna Köln, ja. Ja, gut, immerhin. Immerhin ja, eine dabei. Ja. Ja, mal gucken. Ich meine, es ist immer noch lang, aber jetzt so 10 Spiele, das ist jetzt quasi jetzt ein Viertel oder rein rechnerisch knapp über ein Viertel der Saison. Das ist ja eigentlich schon mal so ein ganz guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz. Und da stehen wir eigentlich ganz gut da. Wir haben mit 6 Gegentoren mit Abstand die wenigsten. Mhm. Und jetzt durch dieses 5-0 halt auch mal so ein bisschen die selbstgeschossenen Tore mal ein bisschen aufpoliert. Dadurch ist die Tordifferenz plus 11 gemeinsam mit Paderborn die beste in der Tabelle. Ja, eigentlich alles ganz erfreulich. Hm? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Köln nervt gerade noch ein bisschen, aber die ja. Bis wir den nächsten Podcast aufnehmen, haben wir Köln überholt, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ist mal eine Ansage. Müssen wir mal gucken, wann da wieder ein günstiger Termin ist. Ja, da müssen wir halt jetzt warten. Ach so. Bis das stimmt. Oje, oje. Ja, wir haben ja bald auch wieder eine Länderspielpause. Genau, da können wir mal. Die ist ja schon bald, die ist ja schon nächste Woche, ne? Ja, eben. Also es kommt jetzt noch ein Spieltag und das ist schon wieder Länderspielpause. Ja gut, vielleicht machen wir da mal einen kürzeren Zyklus, wenn es gut läuft. Ja, muss das aber schnell gehen, ne? Köln überholen. Dann gucken wir doch gerade mal. Ja gut, falls wir jetzt am kommenden Samstag in Erfurt, die ja wie gesagt aktuell Tabellenletzter sind, falls wir da gewinnen sollten. Und Köln jetzt schaue ich gerade mal. Köln erbt Groß-Asbach. Ja, genau. Ja, die müssen sich natürlich jetzt rehabilitieren für diese Schmach, ne? Ich gehe auch fast davon aus, dass Groß-Asbach das tun wird. Also Groß-Asbach ist auf jeden Fall mal zu Hause deutlich stärker als auswärts. Das steht schon mal fest. Ich guck gerade mal da. Haben doch die Statistik schön versaut, ey. Ja, die waren aber auch vorher schon auswärts jetzt nicht gut. Also sie haben erst 5 Auswärtspunkte, aber 10 zu Hause. Also das ist schon gut. Aber Köln ist bis jetzt die auswärts beste Mannschaft. Noch nicht verloren auswärts. Schauen wir mal. Ja, guck mal doch gerade mal bei der Gelegenheit, was da sonst jetzt noch so als nächstes kommt. Es geht gleich morgen schon weiter mit dem nächsten Pflichtspiel. Hessenpokal. Unser aller Lieblingswettbewerb. Ja. Genau. Da war die Auslosung auch erst nach unserer letzten Aufnahme, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Hat man, glaube ich, hier noch nicht erwähnt. Ich glaube, die war einen Tag nach dem Testspiel gegen Alzenau. Richtig, genau. Da war das Testspiel gegen Alzenau und einen Tag später war die Auslosung und wir bekamen Bayern Alzenau. War natürlich dann, die Gags schrieben sich wie von selbst. Ne? Man braucht ja einfach nur jetzt die A-Jugend schicken. Aber ich denke doch, dass Rüdiger Rehm im Wesentlichen auf seinen Profikader bauen wird. Aber vermutlich da mal den einen oder anderen da durchrotiert. Würde ich tippen. Aber sicherlich nicht die ganze Mannschaft. Also ich denke, das wird so, weiß nicht, vielleicht so 5 aus dem Stamm und 5 irgendwie aus denen, die bis jetzt eher so Bankspieler waren. Wer jetzt ist mal. Ja auch letzte Saison nicht dadurch aufgefallen, dass er im Pokal irgendwie das so hergeschenkt hat und gesagt hat, komm, dann lassen wir jetzt mal B-Torhüter, B-Mannschaft und so spielen. Ja. Ich glaube, wir sind halt jetzt mitten in diesem englische Woche-Zyklus. Ne? Ich denke, er muss da einige rausnehmen. Also wird da nicht dran vorbeikommen. Genau. Ich meine, auf der Torhüter-Position wäre es noch gar nicht nötig, wobei ich mir aber auch da vorstellen könnte, dass vielleicht Watkowiak da mal einen Einsatz bekommt. Da bin ich gespannt. Also mal gucken. Ja.
Ist es, genau. Gibt es eigentlich eine gefährlichere Ausgangslage als Bayern als noch im Testspiel mit 9-1 zu besiegen, mit der Hälfte der Zeit davon mit der A-Jugend und dann das Spiel davor in der Liga mit 5-0 zu gewinnen? Ja, also wenn du überheblich in ein Spiel gehen kannst, dann morgen, oder? Richtig, aber ich denke und hoffe da auf Rehm, dass er die schon entsprechend einnordet. Und man muss ja auch dazu sagen, bis jetzt sind wir in Pokalspielen unter Rehm noch völlig ungeschlagen. Boah. Ja, das waren immerhin, waren es 2 oder 3 Hessen-Pokalspiele letzte Saison noch? Also 2 auf jeden Fall und dann halt jetzt das DFB-Pokalspiel. Also ich denke, dass auch jedem in der Mannschaft bewusst ist, dass das auch der einfachste Weg ist, über den Hessen-Pokal sich für den nächstjährigen DFB-Pokal wieder zu qualifizieren. Dass man da schon mit dem genötigen Ernst die Aufgabe angeht. Ich gehe davon aus, ja. Also ja. Ich habe auch, ja, kommt ja später noch, ich habe mich auch mit dem Manu Schäffler kurz unterhalten können und ja, das klang schon sehr fokussiert und genau. Ja. Also ich denke mal, dass das Ziel wird sein, dass du da auch gegen Alsnau relativ, dass du in der ersten Halbzeit möglichst 2-3 Tore machst und dass das Spiel dann eben verwalten kannst und dass es auch nicht so viel Kraft kostet. Ja. So die alte Bayern-Taktik so. Ja, na klar, genau. Was die Bayern ja auch gern mal irgendwie so nach einem Champions-League-Spiel gemacht haben, dann irgendwie so das nächste Bundesligaspiel, denn, also früher war das so, in der Hitzfeld war das immer die Ansage, irgendwie die erste halbe Stunde Vollgas, möglichst mit 1 oder 2-0 in Führung gehen und dann den Rest kann man dann runterspielen. Ja, genau, so wäre das sicherlich nicht verkehrt. Ja. Dann geht's in der Liga, wie gesagt, weiter am kommenden Samstag in Erfurt. Das ist ja eigentlich, könnten sie dann schon fast weiterfahren. Ne? Das ist ja, wenn du so Richtung Osten fährst, so nach Alsnau, da kannst du eigentlich schon. Naja, gut, so weit ist auch nicht, kann man schon wieder abends heimfahren. Kannst du 3 Tage daheim noch nutzen, ja. Um auf den heimischen Plätzen zu trainieren, ja, okay. Genau, also in Erfurt. Dann, wie gesagt, Länderspielpause. Da habe ich jetzt noch nichts gehört, ob es wieder irgendwelche Testspiele gibt. Könnte ich mir aber vorstellen, dass sie vielleicht kurzfristig wieder irgendwas ausmachen. Mal gucken. Werden wir dann sehen und berichten auf den üblichen Kanälen. Dann geht's dann danach wieder mit einem Heimspiel weiter, wieder samstags gegen den SV Meppen, den Aufsteiger. Gegen die haben wir, glaube ich, noch nie gespielt, oder? Die waren ja, ich glaube, die waren ja früher ja mal viele Jahre Zweitligist und sind dann ja irgendwann dann mal abgesackt und ich glaube, wir sind denen, glaube ich, nie begegnet irgendwie in der Liga, ne? Also als wir damals in der Zweitliga gespielt haben, da waren die, glaube ich, schon unten. Ja, das ist schon länger her, dass die da waren. Ja, dürfte also eine Premiere sein. Ja, laut Kicker auch kein Direktvergleich, ja. Ja. Genau, Meppen steht aktuell gar nicht so schlecht da. Die hatten ja anfangs ein bisschen Mühe, irgendwie so in die Saison zu finden. Haben aber jetzt dann immerhin mal 2 Spiele gewonnen. 3 Spiele gewonnen. Und insgesamt 12 Punkte. Stehen da jetzt so im Mittelfeld der Tabelle in diesem breiten Mittelfeld. Das ist ja das, wo wir letztes Jahr eigentlich ja so lange Zeit immer mit drin hingen, in diesem sehr breiten Mittelfeld. Das gibt es jetzt eigentlich wieder. Ja, aber ich sag mal, also Erfurt und Meppen sind beide Spiele, wenn du da mit der richtigen Einstellung reingehst, den Kampf annimmst, jetzt keinen plumpen Fehler machst, dann dürftest du die beiden Spiele eigentlich aufgrund der spielerischen Qualität gewinnen. Ja, plus wenn sie weiterhin so konzentriert in der Defensive sind, wie sie es ja meistens sind, wie gesagt, erst 6 Gegentore in 10 Spielen, dann könnte es durchaus sein, dass man diese beiden tatsächlich auch gewinnt und da jetzt mal so richtige Siegesserie hinlegt. Also wär schon geil. Folge. Ja, das wird nicht klappen. Ja, ist schon hochgegriffen, ich weiß, aber warum denn nicht, ne? Das macht mir so echt ein bisschen Angst, wie ihr darüber redet. Also ich sehe das genauso, dass du die 2 Spiele absolut gewinnen kannst, wenn du dich da reinfuchst und so, weil das keine starken Gegner sind. Andererseits hatten wir es vorher auch mit... Aber so richtig glaube ich trotzdem nicht dran. Ja. Die werden beide über den Kampf kommen, also vor allem Meppen, aber ich habe gerade geguckt, also Meppen hat auswärts 4 Punkte geholt bislang und Erfurt hat daheim
4 Punkte geholt bislang. Ja. Von daher ist auch die Ansetzung perfekt. Und wie gesagt, wenn du den Kampf da annimmst, klar, das kann auch wieder so ein blödes 0-0 geben, ja. Ja, oder wieder so ein Ding wie ein 1-0, ja. Oder so wie ein alles sein. Karlsruhe hat seinen ersten Sieg gegen uns gefeiert. Halle hat zum ersten Mal seit 300 Jahren wieder daheim gewonnen gegen uns, ne? Also. Ja. Also die sind es auch gut für das Beenden von Serien. Es gibt genug Warnsignale, ja. Mal gucken, wie es wie es weitergeht. Ja. Genau. Genau, danach wieder ein Auswärtsspiel in Würzburg, die ja auch jetzt gerade am Wochenende, nee, die Woche, was war es denn, unter der Woche, glaube ich, haben die jetzt erst ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Nee, das war auch unentschieden, wann war es denn? Dann war es letzte Woche. Also die haben jedenfalls erst 2 Siege. Auch gerade erstmal 10 Punkte jetzt nach 10 Spielen. Das ist sicherlich auch nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Die haben ja auch schon den Trainer gewechselt, ne? Das war ja schon relativ bald. Da war ja unser Freund Bernd Hollerbach. Hat ja die Saison noch begonnen. Oder war es? Nee, warte mal, das war direkt nach. Wann haben die den Trainer gewechselt? Das war noch war nach der Saison, ne? Ich glaube, begonnen hatte die nicht mehr, oder? Nach dem Abstieg haben die sich getrennt. Stimmt, ja, ihr habt recht. Genau, Stefan Schmidt ist da jetzt Trainer. Den vielleicht der ein oder andere noch aus diesem das ist Fakt. Aus dem Film von, wie hieß der, weiß ich nicht mehr, der Film hieß nur Trainer, genau. Da war unter anderem Stefan Schmidt ja dann auch, kam sehr sympathisch darüber. nicht. Genau. So, und dann danach wieder englische Woche, aber mit einem richtigen Highlight. Und zwar dem DFB-Pokalspiel, die zweite Runde gegen den FC Schalke. Wer ist das? Kenne ich nicht, nie gehört. Ja. Weiß jetzt nicht, worauf du jetzt hinaus willst. genau, auf ja. Arroganz will ich hinaus. Also, verstehe, ja. Ja, nö, ich find das gut. Wir haben ja schon gegen den einen Bergarbeiterclub in der ersten Runde gewonnen mit Aue und dann können wir dann in der zweiten Runde gegen Schalke und dann in der dritten Runde könnte dann irgendwie so Bochum vielleicht kommen. Das wird doch ganz gut passen, so in diese Reihe. genau. Ja, nee, also da sind wir sicherlich nicht favorisiert. Das hatten wir aber, glaube ich, beim letzten Mal ja schon thematisiert. Da war die Auslosung, glaube ich, schon bekannt. So, was noch nicht bekannt war, war, glaube ich, dann den genauen Vorverkaufsmodus. Und das war ja jetzt so das Thema der letzten Woche eigentlich. Da gab es nämlich einen regelrechten Hype hier in Wiesbaden. Das hat man so hier noch nicht erlebt. Also es ging eigentlich schon ganz gut los. Es war ja erst, ich glaube, ungefähr eine Woche lang Vorverkauf nur für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder. Und ich glaube auch so über ein paar so Sponsorenecken gab es auch Möglichkeiten. Also ich weiß, bei Britta, die Mitarbeiter, die konnten auch Karten bestellen. Weiß nicht, ob die anderen Sponsoren irgendwie auch Kontingente haben oder ob da die Mitarbeiter irgendwie auch, wie auch immer, jedenfalls das war halt zunächst und da dachte ich irgendwie, freitags machst dann die Geschäftsstelle schon irgendwie morgens um 8 auf und das passt mir eh ganz gut, weil ich um die Zeit ungefähr da am Stadion vorbeifahre auf dem Weg zur Arbeit. Und dann dachte ich, ja, war es kurz vor 8, da fahre ich mal eben vorbei, stelle mich mal eben hin, hol mir schon mal meine Karten. Ja, und dann stand da irgendwie was, gerade weil ich ein bisschen früh dran war, 10 vor 8 und da stand da tatsächlich da schon irgendwie, weiß ich, 15 Leute oder sowas in der Schlange. Und dann dachte ich, ach du lieber Himmel, 15 Leute in der Schlange. Ich weiß, wie lang das manchmal dauert, bis die dann da irgendwie an ihrer Kasse dann da die Karten ausgedruckt haben und dies und das. Da stehe ich jetzt eine halbe Stunde an. Habe ich keine Lust drauf. Mache ich irgendwie die Woche drauf. Beziehungsweise ich habe es mir dann online bestellt, nach deinem Hinweis, Micha, dass das ja auch ging. So. Aber das war ja noch gar nichts im Vergleich zu dem, was dann jetzt diese Woche folgen sollte. Wann war das? Am Montag, glaube ich, ne? Montag ging der. Genau, also jetzt genau vor einer Woche, da ging dann der freie Kartenvorverkauf los. Also es hatten schon eine gute Anzahl jetzt abgesetzt, eben halt über den Mitglieder- und Dauerkarteninhaberverkauf. Jeder durfte. Und Fanclubs, genau. Ich glaube, pro Mitglied und Dauerkarte durftest du, glaube ich, 6 Karten erwerben.
Genau. Und Fanclubs, was durften die? 20 oder wie viel? Ja, genau. Wobei die sich dann auch nochmal beschwert hatten und dann gab es nochmal ein paar. Gab es nochmal ein bisschen Nachschlag? War ein bisschen Nachschlag, genau. Und ja, die Sponsoren und auch natürlich die Spieler und Spielerfrauen haben natürlich auch noch ein bisschen was bekommen, ja, sodass schon ein bisschen was weg war. Aber ja, waren dann schon, ich sag mal, ja, einige Tausend dann schon weg. Weiß nicht, was. Irgendwie, ich hatte mal was von 5.000 gehört. Kommt das hin? Ja, könnte hinkommen, ne? Zumindest gab es an dem Montag nur noch so 300, 400 Sitzplatzkarten. Ja, die Sitzplatzkarten, genau, die waren dann sehr schnell vergriffen. Ja, genau, dann dieser besagte Montag, der war dann spektakulär, weil dann schon morgens, also angeblich, das habe ich natürlich nicht kontrollieren können, aber der Kurier behauptete das, dass da schon morgens um 3 oder 4 Uhr Leute mit Klappstuhl und Thermoskanne irgendwie vor der geschlossenen Geschäftsstelle kampiert haben. Als ob es ein neues iPhone geben würde. Tatsächlich, um da an Karten für das Pokalspiel zu kommen. Und wie lange auch immer die Leute da waren, aber jedenfalls, als dann da die Tür aufgemacht wurde, weiß ich nicht, wann ging es dann da los? Um 10, ne? Das ist also eine normale Öffnungszeiten. Da war dann tatsächlich da eine lange, lange Schlange, die dann einmal quer über den Parkplatz vor der Britta Arena bis fast zur Jet-Tankstelle da hoch ging. Und das ist auch tatsächlich fotografisch und filmisch bewiesen, diese lange Schlange. Also das war schon sehr erstaunlich. Das habe ich noch nie erlebt, dass da so ein Andrang hier für ein Fußballspiel gab. Ja, und tatsächlich war dann auch auf diesem Wege dann, also ich habe dann tatsächlich, weil ich noch irgendwie noch zwei Karten brauchte oder eine Karte noch brauchte, ich bin dann nachmittags nochmal vorbeigefahren, da war dann keine Schlange mehr da, da konnte man dann ganz bequem reinlaufen, aber dann gab es dann auch nur noch wirklich nur noch sehr wenig, da gab es dann noch in N5 und in S, weiß ich nicht, irgendwas, 15 oder sowas, da gab es halt noch Stehplatzkarten, aber keine Sitzplätze und sonst nichts mehr. Und da war dann tatsächlich bis zum Abend das Stadion dann ausverkauft. Also sie hätten ab dem nächsten Tag hätten sie restlichen Karten dann irgendwie in den Online-Verkauf gegeben, aber dazu kam es dann nicht mehr. Achso, genau. Schalke hat natürlich auch ein Kontingent bekommen. Wie viel haben die? Ich glaube 2.000 Karten oder irgendwas haben die, glaube ich, bekommen. Ja, ich, also denen stehen ja 10% zu, dass ja dann nur 1.200 knapp gewesen sind. Und sie haben wohl ein paar mehr bekommen. Also ich nehme an, dass sie dann entsprechend die Blöcke voll gemacht haben. Also ich nehme an, die haben so 1.500 Karten bekommen. Und noch lustigerweise dazu, als wir nach Lotte gefahren sind, haben wir auf einem Rastplatz ein Auto mit Bayern-Fans getroffen, weil die waren auf dem Weg nach Schalke. Ja, da war ich ja auch an dem Abend. Genau, da war auch ein Schalke-Fan mit bei. Dann war da noch ein Auto mit Stuttgartern, die waren auf dem Weg nach Gladbach. Und weil die am 18:30 schon gespielt haben. Und halt ein paar Gladbacher. Aber den haben wir ein paar mit denen so ein bisschen gebabbelt. Und den Schalke-Fan haben wir dann auch gefragt, ob er schon Karten hat. Fürs Spiel in Wiesbaden eben. Und dann meinte er, ja, der Vorverkauf hat noch nicht begonnen. Also das Kontingent, das die Schalker zugeteilt bekommen haben, wurde dann noch nicht verteilt. Okay. Also von daher haben die Schalker noch Chancen, an Karten zu kommen. Ja, na gut, ich meine, die haben natürlich auch eine große Anzahl da irgendwie an Mitgliedern und sonst irgendwie, also da werden sie unter denen auch schon losen müssen, weil ich denke mal, dass dann sicherlich, auch wenn es jetzt für die jetzt natürlich nicht spektakulär ist, aber so weit ist es dann auch wiederum nicht. Ich denke, dass da schon deutlich mehr versuchen, eine zu bekommen, als dass dann tatsächlich welche kriegen. Ne? Von daher mal gucken, was dann da irgendwie, ob dann da noch irgendwelche Schwarzmarkt Deals dann da aufblühen oder sowas. Also die gerne auch mal wohin mit Schalke wohin fahren, wo sie noch nicht waren, die werden sich jetzt sehr stark drum bemühen wahrscheinlich. Na klar, ja sicher. Also ich meine, Schalke war noch nie in Wiesbaden. Also wenn da treue Schalke-Anhänger irgendwie auch so einen Groundhopping-Aspekt dabei haben, die wollen das sicherlich mitnehmen, ganz klar. Plus, ich meine, es ist ein Pokalspiel, also das will man ja vielleicht sowieso sehen. Ja, genau. Ja, was ich mir bei dem Ticketverkauf irgendwie überlegt habe, weil es gibt ja Vereine, die aus sowas dann irgendwie so ganz fiese Modelle machen, von wegen, ja, jetzt werdet mal hier Mitglied und dann kriegt ihr was oder so. Aber also ich denke, was man wirklich hätte machen können, war bei diesem Verkauf, dieser freie Verkauf, der dann da montags startete und die Leute, die sich da angestellt haben, ich finde, denen hätte man so Ticketpakete irgendwie verkaufen sollen. Also, dass man sagt, okay, für jede Karte fürs Schalke-Spiel gibt's halt eine dazu für
eins von den nächsten drei Heimspielen oder so. Und dann, was weiß ich, kostet halt irgendwie 10 Euro mehr für einen Steher dazu und 15 mehr für einen Sitzplatz dazu. Und dann hast du die Leute auch mal bei so einem Spiel, weil Menschen, die sich Montagmorgen an der Geschäftsstelle anstellen können, die können ihren Arsch auch Samstagnachmittag ins Stadion bewegen. Oder sie kennen jemanden, der Samstagnachmittag seinen Arsch ins Stadion bewegen kann, der dann halt diese Karte kriegt. Oder du hast Schalker, die sich damit anstellen, die haben dann halt Pech gehabt, wenn sie die Karten schon über uns kaufen. Oder du hast Schwarzhändler und denen Geld abzuknüpfen, ist ja sowieso kein Problem. Also ja, ich weiß nicht, warum die sowas dann nicht gemacht haben, verstehe ich nicht ganz. Einerseits ist es sympathisch auch, dass man es nicht macht. Andererseits hast du jetzt wieder vor nur 1500 Leuten gekickt. Gegen Groß Asbach. Und man hätte es ja auch durchaus so machen können, dass man sagt, jeder, der da ist, der kann eben keine 6 Karten kaufen, sondern 4 oder 5. Und für jedes Ticket, das er sich für eins der nächsten 3 Heimspiele kauft, kriegt, kann er eben noch eine Karte zusätzlich erwerben. Ja, so, genau so. Das wäre eigentlich eine schöne Sache gewesen. Und dann stell mal vor, es kommen dann vielleicht 1000 Leute mehr, die sonst nicht gekommen wären, kommen gegen Groß Asbach, sehen dieses Spiel. Und davon bleiben vielleicht dann auch mal ein paar hängen. Ne? Also dass wir jetzt gegen Schalke groß aufspielen, dass danach dann irgendwie sich unsere Fanbasis dann vielleicht um ein paar hundert oder gar 1000 Leute oder sowas vergrößert. Ja, weiß ich nicht, ob man da drauf hoffen darf. Ne? Also ich meine, gucken wir mal. Ja, also irgendwie so ein Bundle an Karten oder sowas, das hätte ich auch auf jeden Fall für argumentierbar gehalten, ne? Aber also gut. Man muss ja nicht sagen, hier, ihr müsst Mitglied werden und ihr müsst, was weiß ich jetzt, eine Dauerkarte kaufen. Also war es ja zum Beispiel jetzt in Magdeburg, glaube ich, ne? Ich glaube, Magdeburg hat das jetzt gemacht. Die haben, glaube ich, nur an Mitglieder Karten für, die spielen ja gegen Dortmund im Pokal. Da sind dann halt eine ganze Menge Leute noch eingetreten, halt eben, damit sie da Pokalkarten kriegen. Also. Ja gut, die haben natürlich auch ein paar mehr Mitglieder und das Stadion ist auch doppelt so groß, aber ich hätte auch hier bei uns jeder die Möglichkeit gehabt, Vereinsmitglied zu werden oder sich eine Dauerkarte zu holen. Ja, genau. Ja klar, das aber halt, es gibt ja so Vereine, die das dann richtig vermarkten und danach schreien. Genau, und ich meine, wenn du Vereinsmitglied wirst und dann eine Dauerkarte holst, dann ist sie auch noch billiger. Und dann kannst du auch. Ja. Na gut, egal. Ja, jedenfalls ein Ausnahmezustand hier an der Geschäftsstelle. Schon sehr witzig zu sehen. Ja. Und auf jeden Fall gut, dass die Ticketbuden vorm Pokalspiel zubleiben, weil das wäre dann auch wieder Ja, das stimmt. Wir sind dann mal sehr gespannt, wie es dann mit dem Catering dann rund ums Stadion wird. Das wird vermutlich eine Katastrophe, selbst wenn sie alle Kioske aufmachen. Es wird wahrscheinlich eh so voll, dass man wahrscheinlich zwischendurch gar nicht raus möchte. Also ich werde wahrscheinlich einfach gucken, dass ich früh da bin und mich dann während der Spielzeit nicht von meinem Fleck bewege. Das ist mir so gar nicht gewohnt aus dem Ligabetrieb, wo man irgendwie bequem rein und raus geht und nichts verpasst. Naja. Ja. Gut, ja, da können wir uns drauf freuen, aber wie gesagt, vorher gibt es noch ein paar andere Spiele. Vielleicht nehmen wir auch vorher sogar noch mal auf, das werden wir dann in Kürze entscheiden. Was gibt's sonst noch? Alf. Michael, du hast es vorhin erwähnt, der hat sich vor dem Spiel in Lotte beim Aufwärmen verletzt. Irgendwas, was war es? Ja. Was Muskuläres, glaube ich jetzt, ne? Ich glaube, so eine Art Muskelfaserriss. Wurde das noch offiziell bekannt? Also ich habe früher hieß das, glaube ich, Zerrung, ne? Ja, also ich habe am Samstag mit ihm gesprochen und habe ihn dann auch gefragt, wie es aussieht. Und er meinte, ach ja, was in der Zeitung stand, das wäre nicht so dramatisch. Er würde jetzt diese Woche wieder ins Training einsteigen und klang so, als wäre Erfurt sogar schon möglich, dass er da wieder im Kader ist. Okay. Aber spätestens nach der Länderspielpause wohl dann, also sofern nicht noch wieder was passiert, weil er dann auch gleich gesagt, dass bei Max Dittgen, der hatte das auch und war dann eigentlich wieder fit. Und dann ist aber irgendwie 2 Tage, bevor es bei ihm war, bei dem wohl wieder gerissen oder gezerrt. Und das erklärt auch, warum der jetzt länger nicht dabei war. Genau, ja, der war ja so irgendwie so, plötzlich war er weg, nachdem er eigentlich sehr gut begonnen hatte. Genau. Ja,
Ja gut, aber ja, dann sollte vielleicht dann irgendwie das Erfurt-Ding auch noch sich sparen und dann ist ja dann die Pause. Man kann dann vielleicht gegen Meppen dann wieder spielen. Ja, ich hatte ja ein bisschen Sorge, ne, wenn er jetzt tatsächlich dann irgendwie mehrere Wochen dann ausfällt. Er ist ja jetzt seit kurzem Rekordspieler der dritten Liga. Hat ja unseren ehemaligen oder seinen ehemaligen Kollegen Robert Müller überholt, der ja bei VfR Aal spielt. Momentan aber auch verletzungsmäßig pausieren muss. Und deswegen ist Alf jetzt vorbeigezogen mit aktuell, was sind es, 278 Spiele, glaube ich. Und es wäre ja natürlich cool, wenn er dann am Saisonende, was ja vermutlich dann das Ende seiner aktiven Karriere ist, also zumindest ist das ja so momentan so der grobe Plan, wenn er da tatsächlich die 300-Spiele-Marke knacken könnte. Das wäre schon nett. Wobei es ihm selbst jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, ob es jetzt am Ende 295 sind oder 301. Das ist hängt ja, glaube ich, gar nicht so dran. Aber ich persönlich, ich fände das sehr schön. Du hängst da dran. Ja, ich hänge da dran, ja, genau. So, und wenn er jetzt aber länger ausfällt, dann wird es natürlich dann knapp. Ne? Was haben wir jetzt noch? Es sind jetzt noch 28 Spiele. 22 bräuchte er noch. Wenn man davon ausgeht, ja, dass er vielleicht zwischendurch auch noch eins ausfällt. Dann hätte er immer noch 5 Puffer, also. Ja, gut, dann ist er irgendwann nochmal. Zur Not wird er in der 92. nochmal eingewechselt dann. Ja, aber dann irgendwo in der Rückrunde, da fehlt er sicherlich auch nochmal mit 5 der Gelbe oder sowas, oder? Ne? Ja, gut. Ja, gut, okay. Wir schauen mal. Genau. Was haben wir hier sonst noch an Themen rund um den SVW? Gerade Testpokal haben wir schon berichtet. Kabinentalk. Du warst noch beim Kabinentalk, Micha. Ja, richtig. Der war, glaube ich, jetzt Montag vor 2 oder 3 Wochen. Vor 2 Wochen war das. Da habe ich Montag morgens eine Nachricht bekommen vom Herrn Mucher, dass ich den Kabinentalk gewonnen habe, also die Teilnahme am Kabinentalk. Und mit Begleitperson, also um 10 Uhr hat er das geschrieben und um 18.30 Uhr war Einlass. Ja, ja. Ist ihnen wahrscheinlich dann morgens eingefallen, oh, wir haben ja noch gar keinen Gewinner. Das war ja ein Gewinnspiel über Facebook und die sozialen Mediakanäle. Ja, der Toni hat auch noch gewonnen und dann haben wir die Moni und den Lars mitgenommen. Und ja, das ist ja so mehr so eine Sponsorenveranstaltung im kleinen Kreis, in der Kabine, in der Heimkabine. Und der Pressesprecher, der Mucher, hat sich dann mit dem Trainer hauptsächlich unterhalten. Der Christian Hock als Sportdirektor war auch da und noch so ein paar ja, Vereinsangestellte. Und Rüdiger Rehm? Nee, der weiter oben in der Nahrungskette noch. Ach so. Verantwortlichen. Geschäftsführer oder was? Schäfer. Nico Schäfer, ja. Ja, der war auch da, genau. Mhm. Und ja, dann gab es dann eben auch die obligatorische Currywurst als Imbiss. Ja. Und der Kühlschrank war dann auch eben mit Getränken gefüllt. Und ja, also in der Kabine hat jeder seinen eigenen Spind mit dem entsprechenden draufgeklebten Konterfei, was ganz gut aussieht. Und an der an den Wänden sind auch so ein paar Sprüche, so die in die Motivationsecke gehen. Und ja, ihr habt das ja auch schon mal mitgemacht. Genau, das hatten wir auch schon mal dann berichtet. Von war denn das so? Folge 5, 6, 7 ungefähr, ich weiß nicht mehr. Ja, also, schon. Genau, also im Endeffekt ging es da ja um die Videoanalyse und der Paul Fernie, der Videoanalyst, der aus England zu uns gekommen ist, hat dann eben gezeigt, also dass dann auch diese Kamera auch bei Heimspielen, so das muss im Haupttribüne Mitte irgendwo, muss die angebracht sein, dass sie eben das ganze Feld tatsächlich filmt und dann haben die eben gezeigt, wie sich eben am Beispiel von der Vorbereitung gegen Aue, wie sie sich dann eben auf ein Spiel vorbereiten, Gegneranalyse und was der einzelne Spieler mit auf den Weg kriegt und wie sie es taktisch eben angehen wollen. Welche Aufstellung sie vermuten und klar, wurde dann auch natürlich, wenn du deine Taktik danach auslegst, bist du natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, dass der Gegner so spielt, wie du es vermutest. Das wird dann wahrscheinlich auch immer dazu führen, dass man manchmal eben nach der Pause deutlich bessere Spiele sieht, wie eben
Ja, wenn du eben merkst, okay, die Taktik geht nicht auf und wir überlegen uns dann was anderes. Und was ich interessant fand, ist, dass sowohl der Trainer als auch der Paul Fernie und auch der noch jemand, der Betreuer da, der Nico Döring, heißt er so? Nils Döring, ja. Ist der noch Teambetreuer? Ja. Der ist doch in erster Linie Trainer von der U19 mittlerweile. Ja, auf jeden Fall, es gibt drei Leute, die so eine Uhr haben, wo man eben einfach einen Knopf drückt und dann kriegt der Paul Fernie oben das Signal, okay, da war jetzt eine Szene, die will ich mir in der Halbzeitpause noch bei den Jungs zeigen. Ach so, okay. Mhm. Und das hat halt der Trainer, noch einer auf der Tribüne und der Paul Fernie. Und sodass sie dann tatsächlich so gut aufeinander abgestimmt sein müssen, dass der dann so ein bisschen was vorbereitet und der auch mittlerweile weiß, was der Trainer haben will. Dass er dann so an so beispielhaft an ein, zwei Szenen eben zeigt, also visuell darstellt, was er dann eben sich vorstellt, was gut geklappt hat oder was eben nicht gut geklappt hat. Und das war natürlich sehr interessant. Der Trainer und Christian Hock wurden dann auch noch so ein bisschen gefragt, wie es bei ihnen früher war und welche Kabinen ihnen so in Erinnerung geblieben sind. Okay, das klingt ziemlich ähnlich zu dem, was wir schon mal gehört haben. Genau. Und dann war eben noch ein sogenannter E-Sport-Player da oder halt einer, der auf der Konsole Fußball daddelt, also FIFA 17 oder jetzt dann bald FIFA 18. Ich habe den Namen vergessen, war wohl mal deutscher Pokalsieger. Auf jeden Fall ging es halt um das Thema E-Sport oder wie er dann gesagt hat, also EA Sports oder wer das da vertreibt, die sagen dann gerne virtuellen Fußball dazu. Und da ging es halt um dieses Phänomen virtueller Fußball, wo ja dann mittlerweile auch mitunter die Profivereine da eigene Abteilungen für haben und auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann auch mitunter ja Hallen gefüllt werden, wenn dann da die Topstars gegeneinander FIFA zocken und dann es wirklich ja auch Leute gibt, die da zugucken. Und also es hat so eine eigene Dimension angenommen und er hat dann auch halt da gezeigt, das war ganz witzig, hat ja jeder Spieler gewisse Attribute, Schnelligkeit, Zweikampf, bla bla, Dribbeln, also 30, 40 Attribute hat jeder Spieler und dann kannst du dem einzelne individuelle Anweisungen geben, dann haben sie es eben so verglichen, wie sich der Trainer und der andere auf das Spiel vorbereiten und klar, der Rehm hat dann natürlich auch gesagt, ihm fände es natürlich auch gut, wenn die Spieler genau das machen, was er sagt. Er hätte auch gerne so einen Controller. Das ist natürlich ein klarer Vorteil, den der andere hat. Und, der kann halt auch Verletzungen ausstellen. Modus, wo sie halt spielen. Aber gut, es gab tatsächlich da auch ein paar Parallelen. Es war interessant. Dann hat er am Ende noch eine Partie gespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Dann war es halt ganz lustig, weil er spielt ja normal immer gegen andere Spieler und hat wohl auch so ein niedriges, vierstelliges Einkommen durch seine Tätigkeit als Profi-Playstation-Spieler. Der verdient halt tatsächlich sein Geld mit, ja? Ja, also es reicht wohl nicht so ganz, aber er hat da so, ja, hat wohl auch Sponsoren so ein paar, hat auch so und klar, ansonsten verdient er halt, wenn er auf Turnieren gewinnt, aber der hat dann halt mit Jylland, wie sagt man das richtig, Sonja? Ja, mit Jylland. Mit denen hat er halt gespielt gegen Aue, weil er gesagt hat, die haben dieselben Trikots wie wir, weil Wien Wiesbaden gab es noch nicht. Beim neuen FIFA gab es sie jetzt, aber diese alten Trikots mit dem Rot mit diesen schwarzen Streifen nach oben. Ja, ja, stimmt, die hatten genau das gleiche Design. Mit den roten Streifen nach oben, irgendwie so. Die hatten dasselbe Trikot und hat er gemeint, auch von der Spielstärke kommt es ungefähr hin. Und dann hat er mit denen gegen Erzgebirge Aue gespielt, zweimal sechs Minuten und es ging 0-0 aus. Das war grandios zuzugucken. Ja. Ein Highlight jagt das nächste. Er hatte zwei Pfostenschüsse, aber gut. Das klingt eigentlich ziemlich realistisch, das Ganze, ja. Ja, ich glaube auch, wenn wir nochmal gegen Aue spielen würden, würden wir verlieren, weil die haben sich nach mit dem Trainerwechsel auch ganz gut gefangen. Aber gut, ist egal. Also es war eine nette Veranstaltung und war froh, dass ich da auch mal dran teilnehmen konnte. Und Genau.
Ja, wir fanden es ja damals ja auch interessant, hatten wir hier auch im Podcast ja berichtet und das nächste Mal, glaube ich, so in circa 3 bis 4 Monaten, habe ich gehört, soll es das wieder geben. Von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, da irgendwie die Augen offen zu halten, da bei, weiß nicht, bei Facebook oder Instagram oder wo die da irgendwas machen, wenn das wieder kommt, sich da mal zu bewerben und da hinzugehen. Also, vielleicht noch kurze Anekdote. Der Herr Murer hatte das Ganze eröffnet mit dem Satz, ja, wir machen das jetzt zum 5. oder 6. Mal, diesen Kabinentalk, und wir haben eine Premiere. Zum ersten Mal begrüße ich einen Trainer. Der gleiche Trainer wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Ja. Das erste Mal, das ist also Rehm ist der erste Trainer, der es dann zum zweiten Mal mitgemacht hat. Aber ich glaube, sie haben die, die haben die Abstände aber auch ein bisschen verkürzt, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Ja. Genau. Nee, also ja, kann ich nur unterstreichen. Also das fand ich auch alles sehr hoch, sehr interessant. Mal gucken, vielleicht bewerbe ich mich das nächste Mal selbst wieder. Vielleicht erzählen Sie dann mal was anderes außer der Videoanalyse. Wobei, das kann man sich sicherlich auch mehrmals anschauen. Da fällt mir ein, das nehmen wir vielleicht gerade mal als Überleitung, so einen kleinen Ausblick ins Bunte. Unser Tippspiel. Einer unserer Tippspielgewinner hat ja 2 Plätze beim Kabinentalk gewonnen. Und da kam dann, nachdem ich dann irgendwie mehrmals nachgefragt hatte, irgendwie nur so ganz lapidar, hab keine Zeit. ja, vielleicht hat er beim nächsten Mal Zeit. Ich habe ihm das dann nochmal angeboten, da kam leider noch keine Antwort. Falls du uns hier zuhörst, wäre nett, wenn du dich einfach nochmal meldest. Ne? Oder wenn du überhaupt keinen Bock drauf hast, dann kannst du es auch sagen, dann verlosen wir es an jemand anderen. Ist ja auch in Ordnung. Na gut. Das nur dazu. Ja, wollen wir noch ein paar andere News noch so rund um den SVW kurz besprechen? Wenn wir uns beeilen. Ja, okay. Ja, wir machen es auch nur ganz kurz. Wir hatten im Prinzip noch einen etwas skurrilen Abgang. Jan Bangert, der ja erst zu Saisonbeginn oder kurz nach Saisonbeginn wurde er ja ausgeliehen, oder war das direkt in der Sommerpause? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls wurde er ausgeliehen an Schott Mainz. Also der hatte noch einen Teil der Vorbereitung oder einen großen Teil der Vorbereitung bei uns mitgemacht und wurde dann ausgeliehen. Genau, der hatte eigentlich noch einen Vertrag jetzt bis Jahresende hier bei uns und man hat gesagt, man würde ihn gerne ausleihen, damit er halt Spielpraxis bekommt, aber vorher müsste er halt noch einen Vertrag verlängern, damit man halt danach, damit er auch wiederkommt, weil man sich da wohl schon irgendwie was von ihm erhofft. So, also, das kam dann auch tatsächlich so, das hat man irgendwie, weiß ich, glaube vorletztes Mal ja schon berichtet, Vertrag wurde verlängert, er wurde an Schott ausgeliehen. So, dann war er da, aber nicht allzu lange irgendwie, und dann hörte man mal so nach einigen Wochen, gab es da wohl schon Gerumpel und dann wurde er da suspendiert. Offensichtlich war er da irgendwie schon mehrmals irgendwie wohl zu spät gekommen und hat da entsprechend den Unmut auf sich gezogen. Dann hörte man dann irgendwie, ich glaube, Christian Hock wollte dann sich mal irgendwie mit Spieler und den Kollegen von Schott mal irgendwie zusammensetzen, irgendwie um da mal die Situation zu klären, was dann da so ist. Heraus kam dann, dass der junge Mann offensichtlich keine Lust mehr hat auf Profifußball und seine Profikarriere beenden möchte, hat dann sowohl bei Schott als auch beim SVW seinen Vertrag aufgelöst und quasi die Profikarriere, ehe sie wirklich begonnen hat, beendet. Und dann einen Tag später hat er dann, oder 2 Tage später, dann bei Rot-Weiß Hadamar, dem uns ja gut bekannten Hessenligisten, einen Vertrag für die Hessenliga unterschrieben. Und weiß nicht, ob er jetzt dann da in der Gegend dann studiert oder eine Ausbildung macht oder was auch immer er dann da jetzt tut. Aber da spielt er jetzt nebenbei. Oder zumindest halt nicht mehr hauptberuflich Fußball. Das fand ich dann schon interessant. Das ist wieder so eine Geschichte, in der sie uns nicht alles erzählen, was wirklich passiert ist.
Weil das klingt so komisch, weißt du, der kommt, ich meine, du kommst, wenn du irgendwo einen neuen Arbeitgeber hast oder so und du kennst den Weg noch nicht und du kommst irgendwie einmal zu spät, dann kommst du nochmal zu spät und dann, also das passiert dir ja danach nicht ständig nochmal. Ja. Das ist ja schon, da wird es schon komisch, finde ich. Gut, ich kann es verstehen, wie jeden Tag über die Schiersteiner Brücke hätte ich auch keinen Bock. Ja. Wer hat das schon, aber du weißt, dass du da nicht in 5 Minuten rüber bist. Ja, ja, also ja. Das fällt dir dann auch, wenn du es nicht weißt, fällt es dir ganz schnell auf. Vor allem sind wahrscheinlich die Trainingszeiten jetzt nicht so, dass die jetzt genau mit dem Berufsverkehr zusammenfallen, würde ich mal tippen. Aber gut. Ja, ja, also und das dann kommt irgendwie ja von wegen, okay, wir reden mal mit ihm und dann so, ja, eigentlich will ich kein Profifußballer mehr sein. Ich meine, wofür dann das ganze Gedöns da im Sommer und so. Ja. Also das ist so komisch abgelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt alles drüber wissen. Ja, wer weiß, was da noch dahinter steckt. Also ich habe jetzt auch keine anderen Gerüchte gehört. Also ich meine, fest steht ja, dass er... Ich bin mir relativ sicher, dass da was dahinter steckt, also dass da mehr dahinter stecken muss. Ja, keine Ahnung. Vielleicht eine Frau. Vielleicht auch eine Frau, keine Ahnung. Also ich meine, das mit Hadamar, das ist zumindest nicht so, so abwegig, wie es vielleicht auf Anhieb klingt. Der ist ja aus der Gegend. Ich glaube, der ist aus Weilburg. Das ist jetzt nicht so weit. Von daher, dass er jetzt dann dort zumindest als bezahltes Hobby oder sowas dann da weiterspielt. Wobei Hessenliga, da gibt es wahrscheinlich schon einigermaßen Geld. Und da hat er auch gar nicht so schlecht eingeschlagen. Also ich habe heute mal nachgeschaut. Ich glaube, er hat gleich im ersten Einsatz hat er ein Tor gemacht. Im zweiten Spiel, glaube ich, dann, ich glaube, sogar 2 Treffer erzielt zum 3-1-Sieg. Und dann im dritten Spiel 1 Tor zum 1-0-Sieg. Also es lief eigentlich ganz gut. Jetzt, ich glaube, jetzt am vergangenen Wochenende war das erste Spiel, wo er nicht getroffen hat. Da haben sie auch verloren. Ich glaube, haben die nicht sogar jetzt gegen Alzenau jetzt? Nee, warte mal, das war was anderes. Alzenau hat gegen Fulda gespielt. Egal. Auf jeden Fall, da ging es jetzt für ihn eigentlich ganz gut. Ne? Bin mal gespannt, ob er dann irgendwie wenn das jetzt so weiterläuft und der jetzt da irgendwie, keine Ahnung, jetzt da 20 Tore jetzt in der Hessenliga spielt, ob er dann nächstes Jahr nicht doch wieder irgendwo in der Regionalliga wieder auftaucht. Also, wir werden das mal beobachten. Dann können wir uns im Forum was anhören vom Dustin. Ja, natürlich. Zu Recht. Ja. Was heißt wir? Also ich meine der Verein. Ne? Ja, nicht anhören, aber... Ja, 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 genau. Gut, das ist ein eigenes Thema. Schönen Gruß. ja, ansonsten, was gibt es sonst noch? Unsere U19 spielt ja bekanntlich seit dieser Saison in der A-Junioren-Bundesliga, hat es da aber nicht ganz leicht. Immerhin gab es da jetzt mal vorletzte Woche den ersten Sieg. Gegen wen war das? Gegen, habe ich schon wieder vergessen. 1-0 gegen war das nicht ein Team, das auch unten mit drin steht. Gegen Unterhaching? Kann das sein? Ich glaube nicht, aber nee. Ich kann es gerade nachgucken. Hast du es schnell da? Ich hab's mir jetzt vorher nicht aufgemacht. Naja, jedenfalls, aber vorher. Gegen Augsburg. Ach, gegen Augsburg war es, ja, genau. Gegen Augsburg hatten wir verloren und Freiburg jetzt auch wieder verloren. Ja, gut, Freiburg ist natürlich traditionell sehr stark in den Juniorenmannschaften. Es ist ja kein Wunder, dass die jedes Jahr da irgendwie oder fast jedes Jahr irgendwelche neuen Profis da produzieren. Naja, klar, ich meine, dass es nicht leicht wird, war von vornherein klar. Mal gucken, wie sie sich da so weiterschlagen. Genau. Ja. Dann hier noch eine ganz kurze Meldung, die fand ich ein bisschen lustig. Es gibt demnächst, also was heißt demnächst, jetzt im Dezember, eine Aktion, ein Mitsingkonzert in der Britta Arena, Wiesbaden singt Weihnachtslieder. Das gab es ja schon ein paar Mal, glaube ich, so irgendwie so im Vorfeld von irgendwie dem letzten Heimspiel vor Weihnachten. Irgendwie, dass dann irgendwie, keine Ahnung, schon eine Stunde vorher irgendwie das Stadion dann irgendwie aufgemacht wurde und dann da irgendwie so ein bisschen. Das hat, glaube ich, nicht so für so einen riesen Anklang gesorgt. Und weil Leute, obwohl nachher noch ein Fußballspiel stattfindet, nicht kommen zum Weihnachtslieder singen, macht man das jetzt deswegen an einem Sonntag
separat und verlangt noch Eintritt dafür. Und noch nicht mal wenig. Ich glaube, irgendwie die Karten kosten 10 Euro für einen Stehplatz und 12 Euro für einen Sitzplatz. Also da bin ich ja mal sehr gespannt, ob da mehr als 200 Leute oder überhaupt mehr als 100 Leute da hingehen, wenn man mal gratis verteilte Karten irgendwie über Sponsoren oder sowas absenkt. Ah, hier, genau. Deutsche Post. Die Deutsche Post verteilt an Familien mit Kindern kostenlose Tickets. Ja, aber Moment, also da in der Meldung steht ja auch, unter der Schirmherrschaft des Wiesbadener Oberbürgermeisters Sven Gehrig werden bekannte Musiker wie der britische Sänger Ross Anthony und Chöre aus Wiesbaden und Umgebung gemeinsam mit den Besuchern traditionelle und moderne Weihnachtslieder singen. Ja. 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 Ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass du jetzt im Dezember einfach kein Heimspiel hast. Haben wir keins? Ich hatte da geguckt, wir haben da zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ah, und deshalb wurde das, glaube ich, oder haben die das jetzt dann verändert? Ja, ich nehme mal auch stark an, dass da unser Geschäftsführer Nico Schäfer da so ein bisschen das angeleiert hat. Weil der ja früher bei Union Berlin tätig war. Und da ist das ja eine, ja, kann man schon sagen, eine große Tradition. Die machen das ja schon seit vielen Jahren, ja. Und da ist tatsächlich dann auch das Stadion voll und so weiter. Ich fürchte nur, es wird keine so überragende Erfolg hier bei uns. Ich habe mal gerade nachgeschaut, du hast recht, genau, 2.12. ist das letzte Heimspiel und dann kommen noch zwei Auswärtsspiele vor der Winterpause. Ja, aber trotzdem, also dafür jetzt 10 Euro zu verlangen, das ist, ich hätte jetzt fast gesagt eine Totgeburt, das ist aber ein bisschen brutal, also das ist... Wir wollen es ja auch nicht gleich schlecht reden, aber ich habe auch hier... Aber hier, Stefan Blöcher, der Geschäftsführer, wird hier zitiert. Für die Britta Arena ist das Weihnachtssingen eine fantastische Veranstaltung, die allen Besuchern und Einwohnern Wiesbadens zeigen wird, was in unserer Stadt möglich ist. Das Weihnachtssingen wird ein außergewöhnlicher und emotionaler Abend zum Abschluss des Jahres und gleichzeitig ein besonderer Ausblick auf das neue Jahr, in dem die Britta Arena als Event- und Konzertlocation im Herzen von Wiesbaden noch die eine oder andere Überraschung präsentieren wird. Na, da sind wir doch mal sehr gespannt. Du hast gesagt, wir wollen es nicht schlecht reden, ne? Nee, ich kann mir einen gewissen süffisanten Unterton nicht verkneifen. Also ich habe, wie gesagt, arge Zweifel. Aber gut, okay. Stichwort Stefan Blöcher. Das für die Hassrubrik. Nö, so schlimm ist ja nicht. Das wäre eine eigene Hassrubrik. Das ist eher die Spottrubrik. Ja. Beim Stichwort Stefan Blöcher, mit dem gab es neulich ein Interview auf einer Seite namens netzathleten.de, die kannte ich vorher nicht. Das ist nicht so uninteressant, weil er da halt auch so ein bisschen irgendwie hier so plaudert, so von wegen hier, unser Ziel ist die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Das hat absoluten Vorrang. Also jetzt so im Vergleich zu dem Ding ausverkauftes Haus gegen Schalke und so weiter. In meiner Aufgabe als Geschäftsführer der Britta Arena möchte ich aber auch das Stadion insgesamt besser auslasten. Über den Fußball hinaus. Also da sind dann auch, okay, es gibt demnächst mal wieder ein Spiel der Frauennationalelf. Das hat man ja schon öfter mal. Dann kommt auch ein Rugby-Länderspiel. Deutschland gegen die USA. Das finde ich allerdings cool. Ich habe noch nie ein Rugby-Spiel live gesehen. Also im Fernsehen habe ich schon mal reingeschaltet irgendwie. Ich glaube, das könnte ich mir tatsächlich mal angucken. Ja gut, aber das ist vielleicht für den Zuschauer cool, aber für den Rasen vielleicht nicht, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt noch keinen Termin dazu gelesen. Weiß nicht genau, wann das ist. Ich schätze mal Juni dann. Ja, oder vielleicht halt irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Jetzt das Frauennationalspiel, Frauenländerspiel, das ist ja im Oktober schon. Das ist ja jetzt nicht so weit. Rugby-Länderspiel, ja, vielleicht ist das dann erst im neuen Jahr dann irgendwann, keine Ahnung. Ja, gut. Ja, ja, egal. Ja, jedenfalls das Interview, den Link, den packe ich mal in die Shownotes. Wer mag, kann sich das ja nochmal durchlesen. Dann, was hatten wir sonst noch? Du hast vorhin schon mal angedeutet, du hast mit ein paar Spielern geplaudert. Wie kam es dazu, Micha?
Ja, die kamen zu mir nach Hause. Nein, ich habe eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Nein, die Wea Originale, der Fanclub, also der glaube ich größte Fanclub, den es aktuell auch gibt. Mitgliedermäßig zumindest, bei dem ich auch Mitglied bin, weil ich ja auch gebürtig aus Wien bin, da passt der Name bei mir auch. Die haben sich auch kurz nach dem Aufstieg in die zweite Liga, wollten sie ihre, die Aktivitäten sozusagen in einem Fanclub organisiert ausleben und haben dann eben 2007 den Fanclub Die Wiener Original gegründet. Und dann gab es eben jetzt am Samstag die 10 Jahres, die Feier zum 10-Jährigen auf dem Hallberg in dem in dem Vereinsheim, in der Gaststätte oben. Wenn ich nochmal ganz kurz unterbrechen darf, das war ja auch ganz nett, jetzt am Samstag im Stadion, da haben ja die Ultras offensichtlich spontan noch irgendwie so ein kleines Geburtstagstransparent angefertigt. Also es roch zumindest sehr nach frischer Sprühfarbe. Also es hatte den Eindruck, als hätten die da irgendwie ihre Sprühdosen mit drin gehabt und ihre Tapete spontan beschriftet. Ne? Das glaube ich nicht. Also die Supremus und die Wea Originale, also die Supremus waren auch dort vertreten auf der Feier und der freundschaftliche Kontakt oder die das wurde da auch nochmal betont auf der Feier und vor allem auch der Peter Steinert, der hat das so moderiert und der Sohn von ihm, der ist ja auch bei den Supremes, das ist ja der Trommler da. Ja, ja, genau. Ja, das war dann doch ganz lustig. Die Jungs hatten dann halt beim Spiel schon wohl ein bisschen was getankt und haben ja auch ein paar Biere dann während des Spiels umhergeschmissen. Also auch der Capo hat sich dann irgendwann, nachdem der offizielle Teil vorbei war, verabschiedet und dann haben sie noch rechtzeitig rausgeschafft. Bevor dann Schlimmeres passiert ist. Oh, gut. Nein, also es war sehr schön. Und wie gesagt, von Vereinsseite wurde das auch dahingehend unterstützt, dass also der Alf Minzel ist eigentlich bei fast jeder Feier von den Originalen dabei. Die ist einmal im Jahr. So meistens im September machen die halt ihre Sommerfest, aber es ist ja dann halt im Herbst, aber ist egal. Und der Alf Minzel war da. Der Markus Kolke, dann der Manuel Schäffler und der Patrick Funk und der Steffen Vogler, der Torwarttrainer. Genau, das waren die von Vereinsseite da waren und dann, dann gab es halt Buffet und Essen, Trinken und was halt dann ganz witzig war, der Alf Minzel hat dann auch nochmal als Geschenk ein von der kompletten Mannschaft unterschriebenes Trikot überreicht mit der 10 und Wea Originale. Das war nett und er hat halt die Rede damit begonnen, wo er gesagt hat, 10 Jahre ist wirklich eine lange Zeit, vor allem wenn man bedenkt, was wir da teilweise so angeboten haben. Ja, genau. Also hat er recht, der Alf. Das hat für Stimmung gesorgt erstmal. Und die Spieler, das ging um 18 Uhr los, die waren dann so bis halb neun da. Und ich habe mich dann halt mal mit Manu Schäffler unterhalten und auch mit dem Alf und habe den dann mal gefragt. Und wie gesagt, habe dann auch gefragt, wie er dann das Spiel eingeschätzt hat gegen Groß-Asbach. Er hat halt auch das gesagt, dass er dadurch, dass sie so offensiv standen und der Gegner dann nicht so die Innenverteidiger nicht so richtig wussten, wen sie jetzt dann wie zuordnen, dass sie da eben für Unordnung gesorgt haben. Und es hat mich positiv überrascht, ich erwarte schon von einem Drittligaspieler, dass er taktisches Niveau hat, klar. Aber der hat das wirklich sehr hat es wirklich, die Unterhaltung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also hat er wirklich, hat er auch eine gewisse Know-how, wie er dann mit den Fans eben dann spricht. Aber es war, hat mir sehr gut gefallen, was er dann da auch, wie er da einfach über die Spiele gesprochen hat. Und auch, wo er dann direkt gesagt hat, nächstes Spiel ist ja erstmal am Dienstag Alzenau. Ja. Also wo ich dann schon gedanklich in Erfurt war, war er dann aber da richtig fokussiert und
Ja. Und das gibt uns Hoffnung für morgen. Genau, Markus Kolke hat dann auch ein Weinchen da getrunken, hat dann gesehen, wie er gegangen ist, hat er die, die angefangene Weinflasche wohl auch mitgenommen. Der musste wohl nicht mehr fahren. Und ja, gut, dann gab es noch eine Tombola, da gab es dann auch viele Sachen vom Verein zu gewinnen, sowas wie Nummernschilderhalter und oder Sitzkissen oder so Sachen. Also ich glaube, der Verein hat dann auch noch ein paar Sachen oder so Kappen. Also der Verein hat dann auch noch ein paar Sachen, glaube ich, springen lassen. Und ja, also war nett und genau, also das ich, wie gesagt, habe das genutzt und war mit meiner Frau da und ja, ist ja ein sehr familiärer Fanclub und genau, wobei da ja auch, sag ich mal, die haben ja auch das Problem, wie alle anderen Fanclubs auch, dass ja, auch so diese andauernde Drittliga-Zeit ist ja, glaube ich, jetzt die 8. Saison in Folge, die kostet einfach halt auch ein paar ja, Mitglieder kostet es jetzt nicht, weil es ja keinen Jahresbeitrag kostet nur eine Aufnahmegebühr, aber klar, auch von den WR-Originalen kommen dann mitunter mal weniger ins Stadion. Es sind immer welche da, es sind auch immer, ja, die treffen sich ja mittlerweile auch im Chillers und am Bahnhof. Ja, die Zaunfahne hängt auch immer. Ja, also die sind schon vertreten, aber ja, ja. Es war natürlich auch mal mehr. Ja, ja, klar. Ja, aber gut, ich meine, offensichtlich arbeiten sie ja dran. Ne? Wir haben es von Stefan Blöcher gerade gehört. Rüdiger Rehm haben wir ja auch schon quasi fast ein Aufstiegsziel aus der Nase gezogen. Genau. Achso, genau, das haben sie, hat er auch gesagt, der Peter, dass sie das Gefühl haben, dass seit der Saison jetzt der Kontakt zwischen, also sie sind auf die Mannschaft zugekommen, die Mannschaft aber auch auf sie, also dass so dieser Austausch und Kontakt jetzt wieder besser wäre, wie im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo es eben eher etwas unbefriedigender war und man dann auch mal angefragt hat, ob jemand kommt und dann kam halt mal keiner. Okay. Oder wenn halt nur der Alf mit Familie, ja. Ja. Oder dass du mal nach ein paar Autogrammsets da schickst oder irgend sowas, ja. Also es läuft jetzt wieder besser, haben sie auch gesagt, ja. Okay, ja, das ist doch schön. Also, dass ich, meine, das ist ja letztendlich, wenn man so will, der einzige Vorteil, den wir haben aus dieser sehr überschaubaren Fanszene oder auch der Verein ist ja auch jetzt an sich nicht groß, dass man da halt auch kurze Wege hat und das dann halt auch nutzt, ne? Dass man da direkt an der Basis dran ist jetzt. Genau. Beziehungsweise halt auch wir die Möglichkeit haben, direkt Kontakt zum Team zu haben, wenn man das möchte. Ne? Also da gibt es ja immer wieder Gelegenheiten, sei es jetzt sowas oder ein Fantreffen im Stadion, was ja auch regelmäßig veranstaltet wird. Also wenn man möchte, kann man da wirklich sehr nah ran und auch tatsächlich jetzt nicht irgendwie nur, um sich ein Autogramm zu holen, sondern auch tatsächlich mit den Leuten zu sprechen. Ja, das ist in größeren Vereinen ja dann halt irgendwann einfach nicht mehr möglich. Ne? Das von daher ist das ja auch ganz schön. Genau. Ja, was haben wir sonst noch? Achso, hier gerade Stichwort, wo du sagtest, irgendwie hier mit Tombola und ein paar Fanartikel zu verlosen. Von unserem Tippspiel, wie gesagt, ich habe vorhin schon den Kollegen erwähnt, der den Kabinentalk bis jetzt noch nicht wahrgenommen hat. Es sind auch noch ein paar Preise übrig, die nicht abgeholt wurden oder wo auch die Leute sich nicht gemeldet haben. Die werde ich demnächst mal irgendwie verlosen, jetzt vielleicht über unsere Facebook-Seite oder sowas. Also wer da Interesse hat, sollte da mal die Augen aufhalten, dann da haue ich da mal was raus. Also ich glaube, ich habe irgendwie auch noch ein, zwei Nummernschildhalter. Ich glaube, ich habe sogar auch noch eine Kappe da, die nicht abgeholt wurde. Ich muss mal gucken, was da noch übrig ist. Also das war jedenfalls noch ein paar Preise. Genau. Dann, ja, wenn wir hier schon beim Tippspiel sind, dann gehen wir doch weiter in die, das ist ja dann eigentlich schon die Kategorie Buntes, ne? Wollen wir mal einen kurzen Blick drauf werfen, wie es bei uns so steht? Och, meine schnell, Zeit kommt ja erst noch. Ja, du hast ja jetzt so langsam, dich so ein bisschen rangepirscht, Sonja, ne? Du warst ja anfangs irgendwie. Ja, das ist die Taktik. Ja, das machst du jedes Jahr so, ne? Ich
ich habe nie oben angefangen. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich starte meistens ganz gut und irgendwann verschwinde ich dann in der Versenkung. Letztes Jahr war ich, glaube ich, von Anfang an nicht gut und war dann dementsprechend die ganze Zeit nur unten. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich mal, ich hatte mal einen geteilten Tagessieg. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieltag das war. Irgendwie so ungefähr am 5. oder so. Und war damit dann sogar mal Gesamtführender so für ein, zwei Wochen und halte mich momentan noch auf einem respektablen dritten Platz. Also ich bin im Prinzip habe ich das Saisonziel schon erreicht. Viel besser wird das nicht mehr. Sonja aktuell auf Platz 11. Aber nur ja, noch. Ich habe jetzt den 2-1-Bot geschluckt, jetzt ist alles möglich. Ja, nur 10 Punkte hinter mir. Das heißt, das könntest du am nächsten Spieltag wahrscheinlich schon eingeholt haben. Ich glaube, jetzt unter der Woche hatte ich mal einen ganz schlechten Spieltag dazwischen. Und der Micha, wo ist er denn? Nochmal 10 Punkte zurück. Naja, das geht ja auch noch. Nee, 20, aber. Ja, so 10 auf Sonja dann nochmal. Nee, warte mal. Nee, 20 auf Sonja. Ja, richtig, genau, stimmt. Da war noch ein anderer hier bei mir markiert. Ja, hast recht. Ja, okay, das ist natürlich schon ziemlich schlecht. Ja, das ist ja, so. Ja, ich habe ja gemerkt, dass ich auch. Ja, nee, also es lief jetzt bislang noch nicht so gut, aber gut, das ist ja so. Ja. Gut, die Saison ist noch lang. Da kann ja noch einiges gehen. Ich weiß noch nicht, ob und in welcher Form wir wieder Preise kriegen. Es gibt jetzt wohl einen Wechsel da irgendwie im Merchandising-Team. Also ich glaube, der Björn Günther ist nicht mehr für den SVWN tätig, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es schon jemand Neues gibt, der da irgendwie so Shop und diese ganzen Sachen da verantwortet. Von daher, sobald da mal irgendwie ein Name fällt, werde ich mich mal an den ranwanzen und mal fragen, ob er was springen lässt. Zur Not hebst du die Sachen nochmal auf, weil die du jetzt noch hast. Ja, genau. Da gibt es halt als. Wir machen das so lange, bis wir alle so ein Nummernschild halten. Gibt es halt als Hauptpreis ein Nummernschild halt nächstes Mal. Genau. Ansonsten, was haben wir noch hier? Ach ja, hier unsere Wette. Wie ist da der Zwischenstand? Es geht ja, um Luca Schnellbacher. Es geht darum, dass wir gewettet haben beim Hessen-Pokalfinale gegen Hadamar. Warst du ja der Meinung, dass Luca Schnellbacher mindestens 10 Tore schießt in der Liga? Für seinen neuen Verein, ja. Genau. Für Aalen. Und, ja, im Hessen-Pokal wird er nicht so viele Tore machen für Aalen. Ja, wir haben den Hessen-Pokal noch mit reingenommen. Okay. Dass er doch noch zurückkommt. Ja, ich habe dann da dagegen gehalten und seitdem verfolgen wir immer auch mal so nochmal eher, was der VfR Aalen so treibt. Und Luca Schnellbach hat ja tatsächlich jetzt sein erstes Saisontor erzielt. Ja. Letzten Spieltag, der vorletzten Spieltag. Genau, jetzt schon. Unter der Woche, ja. Zum immerhin auch 1-1 in Nachspielzeit. Genau, er wurde das eingewechselt in der 90. Minute und macht noch den Ausgleich in der Nachspielzeit. Also das klassische Peter-Vollmann-Ergebnis geholt. Und das Ganze hat jetzt diesen Spieltag am Wochenende, am Sonntag, nicht funktioniert, weil da wurde er eingewechselt und kurz darauf hat Magdeburg getroffen. Ja. So dass er jetzt nach 10 Spielen bei einem Saisontor steht. Das ist so in etwa das, was ich dachte. Aber gut, er muss ja nur mal einen Lauf haben und dann fange ich an zu schwitzen. Genau. Ich finde es auch eine absolute Frechheit, dann wird er eingewechselt, macht zu spät noch den Punkt gewinnen, klar. Und dann wird er beim nächsten Mal nicht von Anfang an aufgestellt. Wieso hat Peter Vollmann kein Vertrauen in Lukas Schnellbacher? Das will mir nicht in den Kopf. Na gut. Ich wüsste was, aber. Okay, nächstes Thema. Nochmal was ganz anderes hier. Passt so ein bisschen in Buntes und jetzt machen wir was ganz Neues hier. NEL Sozial. Neues Stichwort hier, neuer Hashtag. Beziehungsweise Hashtag ist eigentlich Saisonspende. Wer auch irgendwie so auf Twitter und ähnlichem unterwegs ist, hat es vielleicht schon mitbekommen, dass, weiß nicht, wer das angefangen hat, Anfang des Jahres, dass Leute irgendwie für, keine Ahnung, Leistungen ihres Teams, beispielsweise Tore oder Tore eines bestimmten Spielers oder sonst irgendwas,
irgendwie einen gewissen Betrag ausloben, den sie einem guten Zweck zuführen möchten. Ich hatte mir tatsächlich sowas Ähnliches auch schon mal irgendwie vor einiger Zeit ausgedacht, bin aber zu spät auf den Zug aufgesprungen, um zu sagen, ich war von Anfang an mit dabei. Aber wenn es um einen guten Zweck geht, dann macht das ja nichts, wenn man auch ein Late Adopter ist, und deswegen mache ich jetzt hier auch mit beim Stichwort Saisonspende. Und zwar werde ich pro geschossenem Tor in Pflichtspielen in dieser Saison des SVW in Wiesbaden 1 Euro spenden. Dazu zählen also Liga, Hessen-Pokal und DFB-Pokal. Und sofern wir noch weitere Runden im DFB-Pokal erreichen, also jetzt über diese zweite Runde hinaus, werde ich für jede weitere Runde verdoppeln. So, das ist meine Ansage. Gut, das mit dem Verdoppeln ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber wenn es so kommt, dann gebe ich das gerne. Und weiß nicht, auf wie viele Tore wir am Ende kommen, aber wenn es gut läuft. Du weißt, dass wir mit dem Trainer ausgemacht haben, dass wir ins Finale kommen, ne? Ja, meinetwegen sehr gerne. Das wäre es mir absolut wert. Habe ich gar kein Problem. Da dürfen es dann auch gerne ein paar hundert Euro werden. Völlig in Ordnung. Jetzt brauchen wir noch ein. Also 7-6 nach Elfmeterschießen so. Ja, weiß noch nicht, bei Elfmeterschießen, ja gut, meinetwegen, ja. Ich will da nicht sparsam sein, das zählt alles mit, ja, genau. Und auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, 9-1 gegen Alzenau im Hessen-Pokal gewinnen sollten, auch das wäre mir recht. Genau, also, das ist mein Beitrag zur Saisonspende. Jetzt brauchen wir noch einen guten Zweck. Oder Achtung, nein, anders. Wollt ihr auch euch irgendwie beteiligen oder habt ihr eigene Saisonspenden, die ihr vielleicht anbieten wollt? Habt ihr euch irgendwas ausgedacht? Oder überfalle ich euch damit jetzt zu spontan? Also ich habe ja schon eine laufen, weil ich mich ja schon auch an diese Twitter-Sache am Anfang rangekloppt habe. Ah, okay. Der Eintracht. Das ist was mit der Eintracht, gut. Was hast du da? Für Gacinovic Tor oder Torvorlage habe ich gesagt, dass ich 3 Euro an Freunde fürs Leben spende. Okay, also 3 Euro pro Gacinovic Scorerpunkt. Das ist auch schön. Genau. Auch schön. Vor allem, weil ich dachte, dass er viele, viele auflegt. So viel ist es bisher noch nicht, aber der kommt schon noch. Ja. Jetzt beim SVW, wir sind halt schon mitten in der Saison, ne? Ich glaube, so vor der Saison hätte ich mir irgendwie überlegt, dass ich sage, okay, komm, für jedes Mal, dass Hock oder Rehm auf die Tribüne fliegen, 10 Euro. Achso, das heißt im Schlechten noch was Gutes, dann, okay. Ja, aber die halten sich da im Moment relativ wacker, ne? Also, ja, da wirst du wahrscheinlich billig davonkommen, wenn du das jetzt anbietest. Möchtest du noch was anderes? Ja, nee, weiß ich nicht. Wenn das so in die heiße Phase geht, also wenn da nicht viel rauskommt, überlege ich mir auch noch was anderes auf jeden Fall. Und also guten Zweck fällt mir jetzt auch nicht so direkt was ein mit Wiesbaden, aber ich denke, also im Zweifel ist auf jeden Fall Pro Asyl, glaube ich, ein guter Ansprechpartner. Ja, oder warte mal, da habe ich gleich noch was dazu. Micha, möchtest du auch eine Saisonspende anbieten oder überlässt du uns das Feld? Oh, warte mal. Du bist jetzt gerade ganz verknäult. Oder liegt das an mir? Sonja, sprichst du nochmal? Nee, ich höre ihn auch nicht. Oh, jetzt ist gerade irgendwie ganz schlecht. Ist vielleicht mein Internet gerade ganz... Ah, jetzt geht's wieder besser. Okay. Sorry, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie rausbekomme. Ansonsten müsst ihr mal ein paar Sekunden das ausgehalten haben. Live. So ist das live, genau. Hier wird nichts editiert. Okay, also nochmal, ja, Micha, bitte. Also ich hatte jetzt weder im Vorfeld keine Gedanken gemacht oder ja, das jetzt, also von daher weiß ich spontan jetzt nichts. Ich habe ansonsten, ja, keine Ahnung, ich bin Mitglied beim ASB, beim Deutschen Tierschutzbund, bei Oxfam und keine Ahnung, habe da auch bei über Agbalenio, das ist so ein kleiner Verein aus Mainz, wo ich so einem Schüler aus Togo, die Schule bezahle und so. Also von daher mache ich in die Richtung auch schon einiges. Aber wenn mir noch was Gutes einfällt, bis zum nächsten Mal, kann ich das ja noch verkünden. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte dich da jetzt nicht zu irgendwas drängen. Das soll ja auch... Ich sag mal, es gibt viele gute Sachen, die man unterstützen kann. Und genau.
Ja, vielleicht jedes Dorf von dir, wo sie. Ja, auch. Da muss man dann natürlich ein bisschen mehr zahlen, aber. Mal gucken. Ja, gut, pro Tor muss dann mehr als ein Euro rumkommen. Ja, das, genau. Also, jedenfalls, mein Angebot steht oder mein Einsatz steht. Jetzt braucht man noch einen Empfänger. Also, ich kenne diverse Organisationen hier so in und um Wiesbaden, für die ich in der Vergangenheit auch schon gespendet habe. Aber ich dachte mir, das ist doch auch was Schönes, mal um unsere Hörer hier einzubinden. Schlag doch mal was vor, was ihr für förderungswürdig haltet, irgendwie eine gemeinnützige Sache. Das könnt ihr uns am besten auf unserer Facebook-Seite oder alternativ auch per Twitter oder Kommentar oder per Mail natürlich gerne zukommen lassen. Schlagt mal was vor und dann machen wir vielleicht eine Abstimmung, wenn es mehrere Vorschläge gibt, wo am Ende der Saison dann der Spendenbetrag hingehen soll. Und vielleicht hat er immer noch Bock mitzumachen, ne? Ja, natürlich. Also, genau. Jeder mit einer eigenen Idee. Richtig, jeder mit einer eigenen Idee. Ihr könnt euch auch gerne anhängen und sagen, ich mache das genauso. Auch für jedes Pflichtspieltor oder für jedes Ligator irgendwie gebe ich nochmal, was weiß ich, 50 Cent oder sonst irgendwas. Oder für jedes Tor von Manuel Schäffler. Oder denkt euch gerne auch irgendwas aus. Oder muss ich für ein Tor sein, keine Ahnung. Für jeden gehaltenen Elfmeter von Markus Kolke noch ein Fünfer oder wie auch immer. Das ist natürlich jeder völlig frei. Wir würden uns freuen, wenn da möglichst viel zusammenkommt. Das werden wir natürlich dann auch gerne publizieren und vielleicht können wir am Ende dann irgendwie einen schönen Batzen, wenn wir alle dann zusammenlegen, irgendwie von, weiß nicht, wenn da vielleicht 10 oder 20 Leute mitmachen und am Ende kriegen wir vielleicht eine schöne runde Summe zusammen und dann werden wir das vielleicht feierlich übergeben können oder sowas. Das wäre doch auch mal was Schönes. Wir gucken mal. Auf jeden Fall. Also, Hashtag Saisonspende. Das wäre es eigentlich mit meinen Themen so für heute. Die Sonja haben wir heute relativ wenig gehört. Dafür musst du jetzt in der Hassrubrik nochmal ran, oder? Ja, es ist auch besser, mich ein bisschen weniger zu hören, weil ich noch so ein bisschen unter Resthusten leide. Ja. Was ja auch mit Grund war, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, genau. Ja, genau, tut mir leid. Aber du klingst eigentlich wieder ganz gut. Es geht wieder besser, ja. Also letzte Woche hätte das sehr schlimm geklungen. Aber das, was jetzt kommt, wird meinem Husten nicht so zuträglich sein, wenn die Passrubrik kommt. Kotzt dich aus. Und ich glaube, Micha hat, glaube ich, ein sehr unzufriedenes Kind, wenn ich das immer so im Hintergrund höre. Ich glaube, da kommt schon Nachwuchs für die Hassrubrik. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mich schon verabschiede und meine Frau kurz entlaste. Na, wir sind ja gleich durch. Ich muss mich noch einmal kurz aufregen, dann sind wir durch. Dann auf. Nee, also die Hassrubrik hat sich eigentlich fast von selbst geschrieben, auch wenn es jetzt schon eine Woche her ist. Und zwar war das diese Nummer von Carl Zeiss Jena im Spiel gegen Meppen. Dieses Anschlusstor, was gefallen ist, also kurzes Stand, glaube ich, 2-0 hat Meppen in Jena geführt. Mhm. Dann gab es einen Zweikampf im Mittelfeld, so zwischen normal und kann man vielleicht pfeifen, Schiri hat es nicht gepfiffen und dann lag ein Spieler von Jena am Boden verletzt. Und Meppen hatte den Ball und der Spieler mit dem Ball blieb stehen und hob den Arm als Zeichen, so hier, wir unterbrechen jetzt mal, oder wahrscheinlich hat er auf den Schiedsrichter gewartet oder hätte den Ball ins Ausgeschossen. Dann sprintete aber Sören Eismann dazwischen, der Kapitän von Carl Zeiss Jena. Der Kapitän geht voran, natürlich. Der Kapitän geht voran, schnappte sich den Ball, rannte an allen, die stehen geblieben sind und dumm geguckt haben, vorbei, allein auf den Torwart zu und haute den rein. Das schlug ja auch große Wellen, ja. Da lief er so völlig unbeteiligt zurück, so ein Mix aus, ja, was wollt ihr denn? Und irgendwie ja doch ein bisschen peinlich. Und natürlich die Spieler von Meppen wussten erstmal nicht, was los ist und sind ihn dann aber auch so ein bisschen angegangen. Aber also irgendwie hat mich da noch mehr aufgeregt an dieser Szene, dass keiner richtig eingegriffen hat, weil ich meine, dieser Typ, dass der das macht, ist ein Idiot, das ist unsportliche Scheiße, ja. Da sind wir uns
glaube ich, einigermaßen einig sogar. Ja, zumal es ja noch eine Verletzungsunterbrechung von einem Jenaer Spieler war, ne? Und der Mappener guckt halt... Es war sein eigener Mannschaftskollege. Genau, und der, ja, und der Mappener, der den Ball hat, guckt halt irgendwie zum, also so habe ich es gesehen, irgendwie zum Schiri, so Fragen zu von wegen, soll ich ihn jetzt ausspielen oder unterbrichst du? Und hält halt das Spiel an. Ja, genau. Und, weil ich meine, also das ist ja eigentlich auch die Spiel. Ansage, dass der, man soll ja nicht irgendwie ständig diese Ausspielerei, ne? Soll ja der Schiri soll ja unterbrechen, aber er guckt im Prinzip hin, so von wegen, was ist jetzt? Der liegt da. Und dann halt dieses, ne? Ja, aber guck mal, es geht damit los. Er ist ja in dem Moment das Arschloch, das halt völlig unfair spielt und er sieht ja, dass sie stehen bleiben und er ist halt der Einzige, der weiterspielt und macht dieses Tor. Aber da ist ja erstmal, der erste Moment ist, warum pfeift der Schiedsrichter ihn nicht zurück? Der Schiedsrichter ist ja derjenige, der unterbrechen darf bei so einer Verletzungspause. Und der sieht ja auch, was da gerade passiert. Der sieht ja, dass da gerade was völlig falsch abläuft. Und in dem Moment kann er ja noch unterbrechen, das macht er nicht. So, dann frage ich mich, warum von seinen eigenen Leuten da keiner irgendwie eingreift. Natürlich in dieser Szene wahrscheinlich alle perplex, aber spätestens danach muss doch irgendwie dieser Fairplay-Gedanke kommen und sagen, jetzt ey, komm, dann lassen wir die jetzt halt irgendwie auch ein Tor schießen. Wozu hat der einen Trainer oder so, ja? Das ist also der Punkt, ja. Ich meine, dass der irgendwie, keine Ahnung, die Situation in dem Moment vielleicht anders wahrnimmt, dass mit dem verletzten Mitspieler vielleicht nicht rafft und denkt, oh geil, Ball, ich laufe jetzt aufs Tor oder sonst irgendwas. Ja, es gab ja auch am Tag danach, gab es diese dämliche Entschuldigung, wo er irgendwie sagte, ja, ich habe das so in Sekundenbruchteilen entschieden und ich dachte, der hebt den Arm, weil er irgendwen reinwinken wollte und so wischiwaschi-Gedöns. Aber genau das ist nämlich der Punkt. Warum greift da keiner ein? Warum greift da nicht der Trainer von außen ein? Was ist denn das dann für eine scheiß Mannschaft? Ja, wie gesagt, ich meine, nehmen wir mal an, es kommt zu dem Tor, aber dass dann halt keine, dass die dann halt nicht sagen, sorry, das ist jetzt gerade irgendwie mal völlig verkehrt gelaufen. Das gab es ja auch schon ab und zu solche Aktionen, dass dann halt einfach, lass den durchlaufen und der macht dann halt das 3-1 dann halt. Genau. Das passiert halt aber auch nicht. Da kommt noch dazu, dass der gleiche Spieler später noch den Ausgleich macht, ja? Und dann halt auch jubelt wie ein Weltmeister, ja, und so, und genau, sich da auch überhaupt keiner Schuld mehr bewusst ist. Und das Spiel geht 2-2 aus, ja. Das Spiel geht 2-2 aus. Dann, also man muss es eigentlich echt Meppen hoch anrechnen, dass sie dem nicht die Beine durchgetreten haben, ne? Also weil ich kann mir vorstellen, dass man da völlig ausrastet, wenn so einer sowas gegen einen macht. Andererseits verstehe ich auch nicht, warum die dem nicht so auf den Füßen stehen, also mehr oder weniger legal auf den Füßen stehen, dass der da überhaupt nochmal die Chance hat, noch ein Tor zu machen. Ja, also... Ich kann den Hass völlig verstehen, aber ich muss schon auch sagen, man kann halt auch... Also die Mappner waren halt schon auch ein bisschen doof. Natürlich ist das doof in dem Moment. Du darfst ja als Spieler nicht mit dem Ball am Fuß hinstellen und warten, dass der Schiri pfeift. Das geht halt nicht, zumal es halt auch wirklich so war, im Moment, wenn er an dir vorbei ist und die Abwehrspieler halt auch stehen, bis sie Tempo aufgenommen haben, die keine Chance mehr. Du rechnest nicht damit, okay. Aber die Ansage ist halt, wenn der Schiri nicht pfeift, okay, du kannst den Ball ja ins Aus schießen. Hätte er machen können. Aber das war halt schon auch ein bisschen dämlich. Das macht die Szene doch nicht weniger unfair. Nee, aber du darfst dich als Mappen halt eigentlich gar nicht in diese Situation begeben. Klar, jetzt hat er das gemacht, hat wahrscheinlich auch nicht nachgedacht, der Schiri hat auch nicht nachgedacht und der Anna schießt ihn rein, ja. Ich hätte mich furchtbar aufgeregt und die Mappen haben sich auch furchtbar aufgeregt und dann macht er auch noch 2-2. Also das ist schon eine ziemliche Krönung von dem Kollegen. Ja, und dann irgendwie noch so diese Wischiwaschi-Entschuldigung da am Tag danach. Ja. Ja. Und dann sich auch noch, dann haben sie das ja auch noch abgeschlossen mit, wir wollen, dass ihr mal irgendwie ein bisschen weniger hier kritisiert und mal an die Verhältnismäßigkeit denkt. Und er, Zitat war dann, glaube ich, er hat ja niemanden verletzt oder Leben anderer gefährdet oder so ein völliger Quatsch. Ja. Oh ja. Also, ich weiß nicht, was jener da für eine Wahrnehmung hat. Also, sowas regt mich sehr auf. Wie beim Timo Werner, der die Schwalbe gegen Schalke macht und dann auch erst eine Woche später, nachdem sie merken, dass das jetzt alles blöd gebabbelt war, sie dann erst die richtige Entschuldigung dann mal loslassen. Nachdem sie ihm 100-mal gezeigt haben, dass er wirklich nicht getroffen wurde, ne? Und nachdem er sich vorher schön hat feiern lassen für das Tor und so. Also sowas regt mich echt auf. Also ich weiß auch nicht, wie ich da im Stadion drauf reagiert hätte. Also wie hättet ihr reagiert, wenn eure Mannschaft so ein Tor schießt? Also da hätte ich irgendwie, glaube ich, auch nicht jubeln können, trotz allem. Vielleicht wenn der Gegner macht, da wäre ich, glaube ich, ausgerastet und ich raste eigentlich nie aus im Stadion.
Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Hit am Ballermann, Sören Eismann ist ein Hurensohn oder so. Vielleicht, weiß nicht, wie wäre es damit? Ja, dafür ist wahrscheinlich die Liga zu klein. Dafür ist es halt nur Karlsruhe Jena gegen Meppen. Ja, aber es war immerhin, glaube ich, hat es einmal so bundesweit so die Welle gemacht. Irgendwie so auch bei Elf Freunden und sowas. Ich würde gerne nochmal verlinken, diese Szene, die war ja überall erzählt. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es da zwei Meinungen gibt. Also wie man da ernsthaft diese Szene das verteidigen kann, was er gemacht hat. Also das, was Micha sagt, lasse ich gelten, dass es halt vom Meppen irgendwie doof ist, dass er da mittendrin aufhört zu spielen. Aber also das rechtfertigt überhaupt nicht das, was dann Sören Eismann da draus macht. Ja, und wie gesagt, dass es halt dann, selbst wenn der jetzt in dem Moment halt irgendwie völlig falsch das eingeschätzt hat, dass es danach auch nicht mehr korrigiert wird. Dass es keiner korrigiert, ja, die alle so unbeteiligt, so, ja gut, war halt drin und so, ja, da machen wir nochmal einen und freuen uns. Na gut, da ist das halt jetzt so. Guck mal hier, unentschieden, geil, hier, guck mal, ich bin der Matchwinner. Ja. Das ist unglaublich eigentlich. Ja. Ja, jetzt drücke ich die Stummtaste und huste nochmal ein bisschen und ihr macht die Abmoderation. Genau. Nee, genau, dann machen wir Schluss für heute. Genau, ich habe gleich noch eins, aber Micha, wenn du schon mal da dringend raus möchtest, dann entlassen wir dich schon mal hier an dieser Stelle. Genau, ich sag tschüss. Genau, du tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. So, oh nein, jetzt habe ich den Micha, hoffentlich ist seine Spur jetzt nicht weg. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin noch da. Ich kann ihn noch hören. Ich kann ihn auch noch hören. Ich gehe auf Endcall. Genau. Oh je. So. Sonja, bist du noch da? Ah, das Geräusch ist weg, ja. Aber ich fürchte, ich habe jetzt hier auf den Knopf gedrückt. Hoffentlich ist jetzt nicht seine ganze Spur. Oh, das sieht aber schlecht aus. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht kaputt gemacht. Ach du liebe Himmel. Warum haben wir ihn nicht einfach auf lautlos gestellt? Ich dachte, ich hätte das. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich das noch reparieren kann. Was habe ich denn da getan? Jetzt macht mir gar keinen Spaß mehr, jetzt noch den Rest zu erzählen, weil dann, wenn ist das... Ja nicht viel, dann mach so die Abmoderation noch. Genau, liebe Hörer, falls ihr das jetzt noch hört, dann habe ich es jetzt irgendwie repariert bekommen. Wenn nicht, dann gibt es die Folge halt erst demnächst. Eins wollte ich noch, Stichwort Ehemaliger. Genau, Stichwort Ehemaliger. Wir haben diesmal keinen Ehemaligen der Woche, aber wir haben eine Interviewanfrage mit Aziz Buhadus. Beziehungsweise da darf ich auch mal ein paar Fragen stellen. Ich habe die Fragen jetzt noch nicht geschickt. Ich habe ein paar im Kopf, die ich ihm gerne stellen möchte. Wenn ihr aber was habt, was ihr gerne mal wissen möchtet, nur her damit. Schreibt uns über die üblichen Kanäle. Also über stehblock.de könnt ihr hier gerne unter dieser Folge kommentieren oder auf Facebook unter stehblock oder auch auf Twitter unter @stehblock könnt ihr uns gerne schreiben und Fragen an Aziz Buhadus loswerden. Das nehmen wir gerne alles mit auf, sofern es nicht irgendwie justiziabel ist oder ähnliches. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da ein paar nette Antworten kriegen. Ja, das war's eigentlich. Auch ansonsten ist natürlich Feedback wie immer willkommen. Schenkt uns 5 Sterne auf iTunes oder nicht vergessen, Saisonspende, macht mit. Und dann würde ich sagen, bis demnächst mal wieder. Oder, Sonja? Ja, wunderbar. Alles klar, dann bis bald. Ciao. Ciao.